Willkommen zu 7 Tage Essen in 7 verschiedenen Ländern. Okay. Also, willkommen in 7 Tage Essen. Wir haben damals das Format gestartet, 7 Tage Essen aus 7 verschiedenen Ländern, bei dem immer eine Person, meistens war es Sahar oder ich, Sahar hat bei anderen Formaten Essen gebracht, Essen gebracht hat aus verschiedenen Ländern, aber aus unserer Stadt, also aus Restaurants. Es war aber dann stets, seit wir das Video gestartet haben, ein Traum, dieses Video in den Ländern zu drehen. Also wir fliegen in Länder und probieren das Essen dort. Und unser Traum ist es eigentlich, das mit YouTube so weit zu bringen, dass wir dieses Format mal in 7 verschiedenen Ländern selbst drehen können. Das heißt, dahin fliegen und das Essen von dort essen. Also es kommen dann natürlich auch Vlogs, ja. Das haben wir endlich nach 1,5 Jahren geschafft. Jetzt haben wir diesen Traum endlich erreicht. Wie froh seid ihr? Es war mega geil. Ja. Smash. Ja. Ja, das heißt, in diesem Video sind wir in 7 verschiedenen Ländern und essen dort. Angefangen letztes Jahr, da war Sano noch ein kleines Kind und wir hatten noch unsere alte Kamera, wo wir wie scheiße aussahen. Ah ja, in Portugal, ja. Auf dieser Veranda, gell? Genau. Unter anderem war es so wichtig, dieses Video in den 7 verschiedenen Ländern zu drehen, weil es dann auch irgendwo unsere Entwicklung zeigt, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir machen diese Videos und können es halt dann... Und dann bekommen wir mehr Aufrufe. Nein, können es uns dadurch ermöglichen, dass wir dann solche Projekte immer erweitern und neue Sachen probieren. Deswegen sind wir euch natürlich sehr dankbar. Danke, Babes. Vielen Dank. Ja. Los geht's, Chicos. Das erste Land ist direkt Portugal. Wir fangen an. Period. Hier sind unsere Koffer. Ich muss meinen Koffer noch fertig packen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt wir sein werden, wenn dieses Video fertig ist. Wir fangen es jetzt an. 28, 50. Wir sind nach Portugal gereist mit der Familie. Das erste Land, dessen Essen wir probieren werden, ist Portugal. Portugal ist ein Land, hat eine wunderschöne Küste. Wir sind an der Algarve. Das Wichtigste, was man über Portugal wissen muss, Cristiano Ronaldo ist hier geboren. Wir waren auch hier. Ja, die aus Stranger Things hat hier Urlaub gemacht. Auch unwichtig, okay? Cristiano Ronaldo ist auch unwichtig. Wichtig für den Fußball und wichtig für dich. Wichtig für dich? Nicht wichtig für mich. Das ist Portugal, das ist Luz. Also wir sind hier. Die zwei Schwestern warten hier auf ihr Essen. Ich werde ihnen extra beiden nur ein Gericht holen, dass sie sich das teilen. Ich hoffe, weil es ist gut. Was? Ich hoffe, es ist gut. Ja, ja. Ich hoffe auch, weil wenn es gut ist, dann esse ich fast alles. Ich glaube, es ist irgendwas mit Fisch oder so. Nein, WhatsApp. Du musst mir vertrauen. Ich sag's nur eins, wenn es Fisch ist, gebe ich 0 von 10. Ich hasse Fische in anderen Ländern. Ich mag Fischstäbchen. Dieses Essensvideo haben wir schon lange geplant und wir arbeiten lange daran, wenn es rauskommt. Weil wir 7 verdammte Länder besuchen, um dort zu essen, was die so essen. Sarah, warum bist du so gelangweilt? Hm? Du bist in Portugal, hier ist Cristiano Ronaldo geboren. Milly Bobby Brown war auch hier. Ey, wenn, mach kein Drama, ich bin Alibaba. Ihr werdet Essen bekommen. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr eure Augen zumacht und daran riecht und dann sagt, ah, das ist das Essen, okay? Und dann esst ihr es und dann bewertet ihr es. Wir machen das in 7 verschiedenen Ländern und sehen am Ende, welches Land am besten war. Ich gehe jetzt los und hole das Essen. Das sagt er mal, hackt, geh sofort raus. Da steht Paulus Restaurante Portugiesisch. Sie bekommen Steak Portugiesisch. Also portugiesischen Steak. Okay, Leute, ich bin hier mit dem Essen vor der Tür. Ich muss hier anklopfen. Und es ist Sano Nuri. Was geht? Okay. Wo möchten Sie essen? Mir egal, Hauptsache essen. Okay, ich habe es hergerichtet. Mehr kann ich nicht. Es geht um den Gedanken. Okay, es geht nicht darum, wie gut es hergerichtet ist. Willkommen, meine Damen. Setzt euch hin. Ich habe für euch ein Date vorbereitet. Ihr zwei habt ein Date. Hi, Sahar. Ihr dürft noch nicht aufmachen. Hallo, Sahar. Ich habe dir leider keine Blumen gemacht. Sano, das ist kein Date. Sano? Aber das wäre ein sehr schönes Date. Also, okay Leute, meine Mutter schaut da gerade aus dem Fenster und will uns verarschen. Schokozitrone, mach jetzt, sag schnell, ich will schauen. Beruhig dich. Das heutige Essen ist aus einem Land, in dem wir gerade sind. Welches Land ist das? Portugal. Wir sind in Portugal und wir haben hier für euch ein Gericht vorbereitet, das extra auf euch zugeschnitten ist. Darf ich aufmachen? Noch nicht. Was heißt hier extra auf uns? Okay, es ist nicht extra auf euch zugeschnitten, das war nur so ein Spruch. Riecht mal, was das sein könnte. Irgendwas Kartoffeln, irgendwie. Was sagst du? Ja, ich weiß nicht. Es riecht auf jeden Fall lecker. Ich kann es nicht beschreiben. Einfach. Sandra, was sagst du? So Kartoffeln. Wir können gleich mehr herausfinden, wenn wir es aufmachen. Warte, noch nicht aufmachen. Also du sagst was? Ja, es riecht wirklich Kartoffelsaft. Du Kartoffelsaft? Ja, okay. Okay, Mädchen, was? Einfach nur die Seiten mal. Und? Können wir es aufmachen? Okay, ihr könnt langsam aufmachen. Okay, langsam. Ich weiß selber nicht, wie es aussieht, okay? Ich wusste es. Oh. Ja, ich meine, es ist ein Steak. Es ist portugiesischer Steak, okay? Das sieht jetzt nicht so aus. Sind es zwei oder ist es nur eins?
Ihr müsst euch das teilen. Okay, warte, Sano, wir schneiden das mal. Warum seid ihr so enttäuscht? Was ist das für ein Fleisch? Ja, Steak ist immer Rindfleisch, beruhig dich. Achso, okay, Steak. Okay. Nein, Schweinefleisch. Bam! Ich kann dir nicht sagen, was daran portugiesisch ist, aber es stand auf der Karte. Das heißt, sie haben mich damit schon überzeugt. Sie haben voll süße Pepsi-Flaschen. Die Portugiesen sagen zu Strand nicht Strand, sondern Praia. Sie sagen auch Obrigada, Obrigada. Obrigada, Obrigada, das heißt Danke. Ah, sieh dich aus, Süße. Wir haben unser nächstes Spaghetti. Was? Sana. Gib dir gleich eine. Okay, Kylie Jenner dürfen nicht reden, die haben keine Rechte. Ist nicht Brot dazu? Nein, anscheinend nicht. Haben wir gar kein Brot daheim jetzt gerade? Warte, diese Kartoffeln mag ich nicht. Ich weiß, du bist aus Afghanistan, alles schön und gut. Kannst du auch mal was essen ohne Brot? Du beginnst jetzt. Ja, weil du die ganze Zeit gegessen hast und ich hier mit der Kamera belästigt werde. Okay. Außerdem bin ich ein Langsamesser. Ja, okay, ein Langsamesser. Sowas wie ein Mitesser. Bis sie fertig ist, ist es schon 11 Uhr. Was gibt es Süßes? Gibt es was Süßes? Es gibt süße Backpfeifen von mir. Ich muss gleich hüpfen. Ich würde sagen, ihr habt genug gegessen, um eine Bewertung abzugeben. Was sagt ihr zu Portugal? Sehr schön und 9 von 10. Portugal oder zu dem Essen? Was sagt ihr zum Essen in Portugal und zu Portugal? Beides Portugal? Natürlich. Was? Portugal ist sehr schön. Wunderschön. Wunderschön. Bombe. Das Essen, wir haben auch nicht so viel gegessen. Nicht so ja, super. Ist weiter, Mann. Darf ich weiterreden? Ja, rede. Du sagst, du hast nicht so viel gegessen, weil du nicht weiter isst. Ich meinte, wir haben nicht so oft gegessen in Portugal. Was redest du? Das klingt so, als hätten wir hier nichts gegessen. Sag, wir haben die ganze Zeit gegessen in Portugal. Wir haben die ganze Zeit gegessen. Ganze Zeit Döner, Dürüm, Pommes, alles, ganze Zeit. Ja, Frau Kleinwüchsig isst ja sonst nichts anderes, außer Chicken Nuggets überall und heult rum, wenn es in einem Lokal keine Chicken Nuggets gibt. Nein, ich heule, wenn da keine Eispfirsich ist. Sano, gebt einfach eine Bewertung ab. Nein, zum Essen. Zu Portugal und zum Essen. Okay, zu Portugal 100 von 10. Wirklich, wirklich schön. Unnormal viele Strände. Ja. Und an jedem Strand gibt es irgendetwas Besonderes, habe ich das Gefühl. Ja, und zu diesem Essen hat mir irgendwie nicht so gefallen. Nicht so. Ich esse es, weil ich habe sowieso Eisenmangel. Ja, und weil ich 20 Euro ausgegeben habe. Ist das auch, Mann? Ja, und weil ich sowieso fast nie Rind esse, weil ich irgendwie nicht so ein Fan von Rind bin. Ich auch nicht. Ja. Deshalb, ja, ist eh gut für mein Eisen. Hackt! Oh mein Gott! Jesus! Jesus! Okay. Okay. Mir gestorben ist so. Die reden über Stranger Things und wie da Charaktere sterben. Wie sterben die? Sano, deine Bewertung ist was? 9 von 10. Ach. 4 von 10. 4 von 10. Wow. Das war's mit Portugal. Wir sehen uns im nächsten Land. Ein Jahr hat es gedauert, bis die nächste Reise anstand. Wir fliegen nach Malta. Wie lange schon aus Afghanistan? Geht's? Kein Hase, kein Tier, gar nichts. Dann esse ich nicht. Nein, dann esse ich nichts. Okay. Keine Pferde, keine Schnecken. Hey. Ein Jahr ist es her, dass wir in Portugal waren und dort gegessen haben. Das habt ihr am ersten Tag dieses Videos gesehen. Ein Jahr später habe ich einen Bart, unser Bruder Massi ist weg und wir sind auf Malta. Das ist Melhecha Malta, okay? Ja, okay, genug gesehen. 7 Tage Essen aus 7 verschiedenen Ländern und wir reisen in diese Länder. Heute ist das zweite Land und wir sind hier seit 11 Tagen. Ihr habt damals in Portugal das Essen probiert? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war irgend so ein Fleisch, gell? Ja. Kartoffel? Ja, Kartoffel mit irgendeinem Fleisch. War das so ein portugiesischer Steak oder so? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war irgend so ein Steak. Ja, ich entweder ein Burger oder ein Steak. Voll. Also woran erinnert ihr euch an Portugal, bevor wir zu Malta kommen? Kartoffeln? Daran, dass es auf jeden Okay.
Ich glaube, irgendein Fleisch und ich glaube, es hat mir nicht so gut gefallen. Aber Sano hatte da so ihre Auszucker und hat gesungen. Ich weiß, dass wir extrem viel gelacht haben. Ja. Weil sie das von Stranger Things nachgemacht hat. Ich bin krank, also falls ich heute nicht so hübsch drauf bin. So hübsch drauf bin. Dann ist es wegen meiner Krankheit. Normalerweise bin ich viel hübscher, okay? Ich bin hier wunderschön in einem Hemd gekleidet. Leider bin ich krank und deswegen konnte ich es nicht bügeln. Und Sahar will es auch nicht machen, weil... Du hast mich gar nicht gefragt. Würdest du es machen? Nein. Bevor wir zum Essen kommen, gehen wir zum Malta rüber, damit wir einen Touch von Malta haben. Okay. Es ist urheiß. Also, das ist die wunderschöne Aussicht. Oh, okay. Okay. Malta ist eine kleine Insel südlich von Italien. Unteritalien. Ja, deswegen südlich. Malta ist eine kleine Insel südlich von Italien und die Hauptstadt von Malta ist... Valletta. Ich habe Hunger. Ich esse zurzeit alles, aber keine Hase. Kein Haustier. Ich mein's ernst. Okay. Ich mein's auch ernst. Schau, wenn du uns ein Tier oder so gibst, ich esse es nicht mal, ich gebe 0 von 10. Weil letztens hat der Uber-Fahrer ja erzählt, dass sie hier irgendwie Pferde essen. Oder? Ja, ich habe einen Taxifahrer gefragt, was er mir empfehlen kann, essenstechnisch. Und er hat uns empfohlen... Pferde. Ja, Leute, ihr müsst lauter reden, bitte. Ich habe letztens einen Uber-Fahrer gefragt, was er uns empfehlen kann, hier essenstechnisch. Und er hat uns empfohlen... Pferde! Okay. Das Ding ist, ihr müsst lauter reden, weil meine Stimme ist schon so am Arsch, aber ihr müsst nicht schreien. Okay? Uns wurde Pferdefleisch... Pferde! Ja, und ich glaube, Hasenfleisch essen sie hier auch viel. Ja. Nein, ich esse es nicht. Ich auch nicht, kann es vergessen. Aber ihr wisst, dass das eine kleine Insel ist, deswegen ist es schwer, um die Hauptgerichte wegzukommen. Ja, und ich werde es nicht essen. Egal, wenn du sowas holst, ich werde... Nicht ich auch ein bisschen runterschlucken. Sano, du würdest das essen, aber du machst nur deiner Schwester nach. Nein, okay, deine adoptierte Schwester. Schau, ich würde Huhn, aber das alles nicht. Okay, erklär mir, warum würdest du Huhn essen, aber kein Kaninchen? Huhn ist lecker und das ist normal, das essen wir alle aus Familie, hä? Lecker. Wenn ich an Kaninchen denke, ich will es einfach nicht essen. Noch weniger will ich ein Pferd essen. Okay, Pferd will ich auf jeden Fall. Aber das sind keine Rennpferde, das sind so Essenspferde, versteht ihr? Ja, die aus Pferde gemacht sind. Ich verstehe euch, dass ihr sowas nicht essen wollt, aber ihr könnt euch doch vorstellen, dass es bei so einer Insel, die so klein ist, mit so wenigen Hauptgerichten schwer ist, um das große Hauptgericht drumherum zu kommen. Okay, dann machen wir dieses Video einfach nicht. Wenn es nichts gibt. Ich verstehe schon, aber wie gesagt, ich ekel mich davor. Ich kann sowas nicht essen. Gib der fetten Arsch. Ich sage euch eine Sache. Ich werde mich schon darum kümmern, dass ihr das gerne esst. Nein. Was ihr bekommt. Nein. Okay. Nimm die Rechnung mit. Auf der draufsteht, was du bestellt hast. Nein! Okay. Damit du uns nicht verarschst. Nein, Leute, ihr müsst doch das Land hier respektieren. Also, ihr könnt mir doch nicht sagen, ich meine, wenn wir zum Beispiel in Deutschland wären, würdet ihr auch Schwein essen jetzt. Nein, nein. Das hat nichts damit zu tun. Wir gehen nur zu Sephora, das war's. Ich habe recht. Das hat nichts mit nicht respektieren zu tun. Ja. Okay, sondern? Es ist genau wie... Damit, dass ich mich vor Pferdefleisch oder Kaninchenfleisch ekel. Okay, dann sagt mir, wo ist eure Grenze? Welche Tiere sind erlaubt? Nur Huhn. Huhn. Ihr könnt mir nicht sagen, soll ich euch einen Chickenburger bringen oder was? Ja, Rind geht auch, aber ich mag Rind nicht, aber Rind geht auch. Was hast du gegen Rinder? Schmeckt einfach nicht so extrem gut. Ihr müsst einfach respektieren, dass ich 70 bis 80 Euro ausgebe. Okay. Nerv mich jetzt nicht. Okay, ihr müsst einfach respektieren, dass ich 70 bis 80 Euro ausgebe. Sorry, weil du so viel Geld ausgibst, müssen wir es essen. Wie gesagt, hol es erst einfach gar nicht. Ich werde es nicht auch essen. Wenn nur ein bisschen davon, versteht ihr? Ich werde auch kein bisschen davon nehmen. Ich schaue es mir dann an und fertig. Aber ich kann dann nicht bewerten. Weißt du schon, was du holen wirst? Ja, eigentlich schon. Aber ihr macht mir das Leben schwer. Das heißt, du willst Pferdefleisch holen, gell? Ich weiß es. Nein. Ja. Ich habe gehört, und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, okay? Aber ich habe gehört, wenn man Pferdefleisch isst, dann kann man schneller laufen. Aber wenn man nicht schnell laufen. Okay, und wisst ihr was? Was? Sondern sagst du jetzt alles gleichzeitig? Aber bei Kaninchen habe ich auch was gehört. Wollt ihr das Nein! Hören? Man kann schneller hüpfen. Okay. Schaut mal, ich gebe mir Mühe und ihr werdet euch einfach darauf einstellen, dass ihr esst. Am besten isst du kein Pferd. Nein. Du isst doch kein Pferd? Ich esse kein Pferd. Warum siehst du dann aus wie Pippi Langstrumpf aus Afghanistan mit deinem Pferd hier? Wieso schaust du aus wie Playboy? Du bist zu alt, Sano, bitte nerv uns nicht. Oh, was für alt? Du bist näher 30, du bist alt. Gut. Live bei TikTok. Ja, 500 Follower, ich mach mir Glatze. Ja. Es gibt so TikTok-Livestreamer, die das machen. Bei 500 Followern oder 500 Zuschauern sehe ich mir eine Glatze. Und dann schauen mehr Leute deswegen zu und warten darauf, bis sie sich eine Glatze sehen. Ja, ich auch. Also ich bin
Ich wollte euch noch was über Malta erzählen. Das Land, in dem wir hier gerade sind, hat zwei Amtssprachen. Maltesisch und Englisch. Das britische Volk oder... Das ist uns wirklich egal. Hey, nein. Malta war besetzt... Haben wir Geschichte oder drehen wir Video? Von England. Malta war besetzt von britischen Truppen von 1800 bis 1964. Okay? War dort nicht bei diesem Hitler? Ja, er war auch am Start, ja. Ich gebe mir Mühe und euch gebe ich Essen. Was wollt ihr mehr? Eispfirsich. Nein. Fährst du mit Uber? Ja, oder? Nein, ich fahre nicht mit Uber. Ich habe mir das heute ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin krank, Leute, okay? Und es ist dasselbe, wie als würde ich Essen holen. Ich bestelle einfach. Nein, ich bestelle einfach das Essen. Ich habe schon gefunden. Ey, was ist mit euch? Ich bin krank hier. Was schätzt ihr, was ihr bekommt? Ich habe das Gefühl, Pferde oder Kaninchen. Ich habe das Gefühl, irgendwas mit Rind. Weil ich wirklich hoffe, dass die Message angekommen ist. Welche Message? Dass wir kein Kaninchen essen oder auch keine Pferde. Aber Hauptsache Pferde reiten im Tiergarten. Ja, oder? Wo du mich immer zwingst. Ich zwinge dich. Du hast mir damals 2 Euro jedes Mal abgenommen, damit du ein Pony im Tiergarten reiten kannst, okay? Und hast dann gelächelt und andere Kinder gestreichelt, okay? Also bitte. Mit Pferd, wie alt war ich da? 8. Ach, wie alt bin ich jetzt? 14. Ja. Ich würde auch keinen Bienen reiten, aber nein. Los geht's. Hallo. Oh. Thank you. Das Essen ist bereit und ich hole jetzt die Schwestern. Okay, Schwestern, das Essen ist serviert. Ich kann euch sagen, steht auf und kommt. Augen zu. Augen zu. Schau, ich behandle euch gerade wie Pferde. Das hat auch einen Grund. Komm weiter. Ich riech nach Pizza. Das sind die Pizzen von Mama und Papa hinten. Oh, na klar, ich und was Pizza. Heißt, ich riech nach Pizza? Vorsichtig hin, nicht, dass deine Haare ins Essen kommen. Sag mal. Das riecht nach Tier. Nein. Okay. Nach mir oder nach Tier? Nach Tier. Riechst du's? Aha. Wir haben uns hier zusammengefunden, um ein festliches Abendmahl gemeinsam zu essen. Das, was ihr bekommen habt, sind jeweils 2 Sachen. Ich habe mich nicht für ein Gericht entschieden, sondern jeweils für 2. Okay, kann ich Augen aufmachen? Nein. Berühr dich. Okay. Diese Gerichte sind beide typisch maltesisch. Ich kann euch den Namen von allen davon sagen. Und es heißt Aliota. Okay? Was stellt ihr euch vor, was das sein könnte? Keine Ahnung, aber irgendwie riecht das gerade wie Chili con Carne. Okay. Okay. Sag mal. Ich riech nach Tier. Du riechst nach Tier? Nein, ja, das machst du immer schon. Dann dürft ihr in 1, 2, 3 die Augen aufmachen. Okay. Ihr seid erstmal geschockt. Oder? Ach. Wartet, beruhigt euch. Noch nicht essen. Ich erkläre euch mal, was das ist. Also, bei den Gerichten, die ich bestellt habe, handelt es sich hier um maltesische Ravioli. Gesandt, hör auf jetzt. Leg das hin. Okay. Es handelt sich um maltesische Ravioli, gefüllt mit Ziegenkäse. Kein Fleisch. Okay. Dann ist das hier das andere Gericht, wovon ich euch bereits erzählt habe. Und dabei handelt es sich um Aliota. Eine Suppe enthält ein Fleisch und dieses Fleisch ist Fisch. Es ist weißer Fisch. Das ist alles. Eine Fischsuppe und maltesische Ravioli gefüllt mit Ziegenkäse. Okay. Okay, es riecht nach Fisch. Ja, vertraust du mir nicht, oder was? Ihr dürft beginnen. Man isst. Normale Menschen essen zuerst die Suppe, aber was ihr macht, ist mir egal. Probiert einfach. Und es ist wichtig, dass ihr dann eine gemeinsame Bewertung abgibt. Also das heißt, für beides eine Bewertung. Was wird das? Du musst mit Brot essen. Was ist da drinnen? Ziegenkäse. Ich schaff das irgendwie nicht. Fischsuppe? Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gegessen. Das ist sowieso das Hauptgericht, also es geht eher darum, aber die Fischsuppe ist halt auch nebenbei am Start. Ist gut. Dieser Fischgeruch irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag keinen Fisch. Man fliegt doch in den Urlaub, um Fisch zu essen. Ja, nein, aber Pizza. Nicht, um Fisch zu trinken. Diese Tomate war echt sauer. Das ist lecker, aber das... Sag mal, warum kopierst du Sahar? Komm schon, ich weiß genau, du kopierst sie. Okay? Ich mag keinen Fisch und ich mag das auch nicht. Hast du es probiert? Sag mal, hast du es probiert, dass nein. Du sagen kannst? Wo? Aber ich rieche es, beim Riechen ist es auch schlimm. Nein, sag mal. Probier's mal. Heiß ist noch heiß. Ja, es ist eine Suppe, normal ist es heiß. Sag mal! Ich hab's einfach gewusst. Es ist nicht etwas, das ich mir so bestellen würde, wenn ich im Restaurant bin. Ja. Das ist, weil du keine Klasse hast. Du bist so ein Burger- und Pizza-Esser.
Weil das besser das schmeckt. Das auch, aber das schmeckt mir nicht. Ziegenkäse in Kombination mit Tomatensauce gefällt mir nicht. Es ist weird irgendwie. Immer diese Maltesen, Mann. Also man kann es essen. Ja. Es schmeckt gut, es schmeckt nicht schlecht, so. Es schmeckt akzeptabel. Ja, also so eine 6 von 10. Eine 6 von 10? Mhm. Wo sind wir? In Malta. Ich sag nur meine Meinung. Ich mochte nie Tomaten. Nein, ich habe Tomaten probiert früher. Wo ich dann gekotzt habe. Deswegen. Ich probiere gerne das Brot. Oh. Wenn du mir sowas sagst wie das Brot ist am besten von allen Sachen, dann kriegst du auf die Fresse. Okay? Hör auf damit. Nein! 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 Und jetzt, wenn du das sagst, wird sie das gleich nachsagen. Nein, das ist das Beste. Okay, maltesische Ravioli. Sag, was ist mit dir? Warte. Schau, 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 wie Sanos macht. Da ist Knoblauch drauf. Ja, ja, das ist Knoblauchbrot. Oh mein Gott, schau, das schau, ist das Beste. In die Suppe eintauchen und essen. Probier einfach. Schmeckt mir nicht. Auch Brot schmeckt. Das Brot ist okay. Okay, mit dem Brot. Nein, doch nicht. Ich mag Fisch. Sana, das ist echt ekelhaft. Ja, sorry, Boss. Also ich sag dir ehrlich. No shit, aber dieses Brot ist so geil. Gebt eure finale Bewertung ab. Das da, ich würde sagen, 1 von 10. Sano. Diese 1 Punkt schenke ich dir. Ich könnte was sagen. Was heißt mir? Ich habe es nicht gekocht, aber du ja, kannst dann nicht sagen, von 10. Dass eine Fischsuppe, die zur traditionellen Küche von Malta gehört, eine 1 von 10 bekommt von dir, Sano. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich mag keinen Fisch. Ich mag diese. Ja, okay, dann 2 von 10. Brot rettet mich ein bisschen. Brot? Aber das rettet dich mehr. Das gebe ich eine 8 von 10. 8 von 10 für maltesische Ravioli mit Ziegenkäse. Ja, das Brot ist eine 10 von 10. Es ist echt keiner gut. Hat gesagt, bewerte das Brot alleine. Okay, was ist das Gesamte? Mm. Hallo, wie gibt es 10 von 10? Das Brot ist eine 10 von 10. Die Fischsuppe 7 von 10. Hallo, machst du 7 von 10? Das 7 von 10, aber du isst sie nicht. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Sie ist ja an sich nicht schlecht. Das Ding ist nur, dass ich Fisch in Suppe, keine Ahnung wieso, aber ich krieg das nicht runter. Aber das ist so meine Sache. Aber die Suppe an sich ist nicht schlecht. Ich habe sie ja probiert. Sie ist nicht schlecht, aber es ist nicht mein... Dein Geschmack. Sagen. Es gefällt mir persönlich nicht. Ravioli? Die Ravioli sind gut. Eine 8 von 10. Es ist nur zu viel Tomatensauce. Echt viel. Schau, es ist so ur... Hast du nicht davor noch eine 6 von 10 gegeben? Ja. Gatschig. Hast du nicht davor... Ja, 6 von 10 für das Gesamtpaket. Ich nehme vielleicht eine Pizza von Mama. Sag mal, Pizza ist... Pizza? Ja, schau. Pizza und für Mama und Papa. Ey, bleib sitzen! Sag mal! Nein, Olumpizza ist urgeil. Ich gehe, ey, warte. Sano, du nimmst nicht ein Stück von Mama. Mama hat mich rausgepresst und sie meint, ich darf essen, was ich will. Das riecht so geil, warte, ich zeig's dir. Das riecht so geil. Oh mein Gott. Olum, schau, wie lecker das aussieht. Das ist Chickenpizza. Oh. Und das ist Dingspizza. Mm. Vegetarische Pizza. Malta ist somit beendet. Wir sehen uns im nächsten Land. Der Plan ist, dass wir das in Deutschland drehen und wir sind in 3 Wochen in Deutschland. Das erste Mal sind Sarah und Sano in Deutschland. Also Hamburg. Ja. Okay. Bravo. Wenn du jetzt auf mein Essen genießt hättest, dann hätte ich dir mein Essen ins Gesicht genießt. Aber mein Essen war auch noch da. Ja. Dann hätte ich deine Speicherkarte ins Meer geworfen. Oh, darfst du so? Dann hätte ich sie so? Hinterhergeworfen, damit du es rausholst. Portugal ist gegessen und Malta ist gegessen. Nächstes Land, wir. Willkommen. 3 Wochen später sind wir für ein Konzert nach Deutschland geflogen. Das sind die Vorbereitungen aufs Crow-Konzert. Morgen ist das Crow-Konzert. Übermorgen. Achso, nein, warte, es ist ja nach Mitternacht. Und haben gedacht, wir nehmen einfach das Essensvideo mit. Spaß ist. Wir sind angekommen in Hamburg und willkommen an Tag 3 von Wir essen in 7 verschiedenen Ländern. Sano, fall da nicht rein. Wir haben es nach Deutschland geschafft. Wir sind auf unserer Essenstour. Es ist Zeit, auch mal etwas auszuprobieren, was wir so kennen. Oder zum Beispiel, ja? Wollen wir zu Geschäften gehen, die nicht in Wien ist. Zum Beispiel Sephora können wir Sano, gehen. Es geht hier um Essen, okay? Sano, bist du da? Ha? Ja. Okay. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre, nach Hamburg zu ziehen. Wieso willst du nach Hamburg? Weil du so viele Afghanen hier gesehen hast, oder was? Hä? Nein. Abier. Wir haben viele Afghanen gesehen. Sogar unsere Taxifahrerin gerade war eine Afghanin. Ja. Wir hatten bisher 2 Länder. Das war einmal Portugal und einmal Malta. Was denkt ihr,
was ihr bekommt. Keine Ahnung, aber ich habe nicht Schweinsbraten oder so, oder? Sandra, hast du deinen Bart noch? Ja. Wir waren gestern beim Konzert und du hast doch geduscht. Ja. Und wieso hast du es noch? Ich weiß nicht, darf ich es nicht tragen. Sandra, man gibt das... Egal. Es kann sein, dass es mit Schwein ist, aber das Schwein hier ist halal. Wer hat dich verarscht? Die Schweine hier, die werden von Afghanen geschlachtet. Na und, sie sind trotzdem nicht halal. Halal Madrid. Was denkt ihr, was ihr bekommt? Afghanisches Gericht. Ich glaube, irgendwas mit Würstchen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was ist typisch deutsch? Typisch deutsches Essen. Denk einfach an Österreich. Österreich und Deutschland sind fast gleich. Nur die, ja, nur die Menschen sind ein bisschen, also in Hamburg so ein bisschen gaga. Was heißt gaga-gugu? Die sind voll lieb gewesen bisher. Ich überlege gerade, ob dann gehen wir Österreich zu Frankfurt. Unfreundlicher ist oder Deutschland. Was? Dann sehen wir, okay. Dann gehen wir nach Frankfurt, dann schauen was wir. Was hat Frankfurt jetzt mit Hamburg zu tun? Sie lebt in TikTok. Ja. Wir wurden bisher sehr freundlich von den Menschen hier behandelt. Okay? Ja, es war wirklich sehr lieb alles. Ich meine die Kinder, die in Bühne aufgezogen werden. So. Die waren weil du nicht auf die Bühne durftest, ich verstehe. Bist du nach Hamburg ziehen? Das gefällt mir schon. Echt? Willst du nach Hamburg ziehen? Ich weiß nicht, ob ich unser freundliches Wien verlassen will. Wenn du von Wien nach Hamburg ziehst, ist das eine Win-Win-Situation. Du bist glücklich und wir sind glücklich. Du hast recht, das ja. Das wäre echt. Du hast recht und ich könnte du sollst dich schämen. Das aber Gute ist ja, ich kann ja auch hier arbeiten. Wie voll. Die Taxifahrerin gesagt hat, es ist dieselbe Sprache. Ja, aber eigentlich solltest du nicht wegziehen, weil es ist nicht Win-Win, sondern Win-Win-Lose. Wieso Win-Win-Lose? Du gewinnst, weil du glücklich bist. Wir gewinnen, weil wir glücklich sind, dass du endlich weg bist. Mhm. Okay. Aber wer verliert? Die Leute in Hamburg. Die sind dann ultra unglücklich. Du bist halt eine Zumutung für eine ganze Gesellschaft. Die ersten zwei Länder, da waren wir immer in der Unterkunft. Aber hier im Hotel haben wir nicht so eine schöne Aussicht. Und deswegen würde der Hamburg-Vibe nicht rüberkommen. Das ist die Aussicht. Wir sind in Hamburg, wir sind am Hafen, okay? Die Hafen-City. Die Schwestern sind das erste Mal in Deutschland. Nur um Essen zu probieren und ein Konzert von Crow zu sehen. Ich bin eigentlich für Deutschland hier. Ich bin nicht für das Konzert. Okay, aber konzentriert euch mal aufs Essensvideo. Ja, ja. Was gibt's hier zu konzentrieren? Okay. Wo ist das Essen? Ihr habt nicht geraten. Hallo! Was Moin! Okay. Moin! Die Leute in Hamburg sagen die ganze Zeit Moin. Das heißt, wir gehen jetzt in dieses Restaurant und essen draußen. Aber ganz kurz, glaubst du, wird es uns schmecken? Es muss nicht schmecken, es muss wirken. Warte. Ist das Essen auch in Wien? Ich glaube schon. Es muss nicht sein. Sag doch! Es gibt in Wien und in Hamburg so viele Essen, wir können es eh nicht erraten. Auch wenn du sagen würdest, Bratwurst? Nein. Bratkartoffeln? Nein. Sauerkraut? Nein. Irgendwas Österreichisches. So. Wir können nicht Österreichisches, wir sind in Deutschland. Currywurst. Was? Nein. Aber Österreich liegt in Deutschland. Das sind in Kirschtorte, yay. Yeah. Nein. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr an Deutschland denkt, was Essen angeht? Was Essen angeht, so ein Berliner Döner oder so. Nennen wir einen Fakt erstmal über Deutschland. Okay, Deutschland ist ein wunderschönes Land mit über 83 Millionen Einwohnern. Und sehr schönen Städten. Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Wenn man da hinzieht, dann ist man komplett kaputt irgendwann. Echt? Ich habe schon viel gehört auf TikTok. Ich kenne mich nicht aus. Also Deutschland hat mehr Einwohner als Wien natürlich. Ja. Das ist Geografie mit Zahnlo. Erster Weltkrieg war irgendwas mit 1500. Ja, kommen wir gleich mit den Kriegen, ja. Ja. Mit Hitler. Lasst euch überraschen, wir gehen los. Aber warte, du hast gesagt... Nein, Zahnlo, nicht warte, nein, gehen wir. Hamburg, ich will nach Hamburg. Ich habe gerade fett Scheiße gebaut, okay? Wir sind im Restaurant und was ist passiert, Zahn? Er hat gesagt... Was? Der Kellner ist gekommen, hat gesagt zwei Pannenfische, oder? Pannen? Ja. Habe ich richtig verstanden? Pannenfische? Nein, das ist Dranfische. Wir essen Fisch? Ich hasse Fisch. Fisch von da? Weißt du, vom Hafen? Ja. Das glaube ich nicht. Fischstäbchen? Nein. Ich habe es leider verkackt, weil ich halt das einfach vor dem Kellner bestellt habe. Ich habe vergessen, dass wir ein Video machen. Wenn du hier leben würdest, ich komme dich dann eines Tages besuchen, wenn ein Chor wieder in Hamburg ein Chorkonzert macht. Ich gehe, dann komme ich dich besuchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sahar hier lebt und dann Sano einfach herkommt und dann sich in Sahars Zimmer haut und dann hat Sahar wieder kein eigenes Zimmer. Das wäre möglich. Ich vermisse ein paar Sachen, wenn sie weggeht. Die Tops vermisse ich. Die Schminksachen vermisse ich auch. Die du alle nimmst ohne Erlaubnis. Ja. Oder um 3 Uhr nachts so wie ein Clown sich zu schminken. Oh Gott. Aber du willst mir sagen, die einzigen Optionen, die du im Leben hast, sind TikTok und dann Fortnite und dann kommt Zahar Schminke Clown. Da kommt erst Essen, dann kommt... Wenn ich nach Hamburg einmal komme, ich wohne bei dir eine Woche circa. Und du bist noch immer weg, dann schminke ich in Hamburg wie ein Clown.
Von uns allen bist du die, die am meisten verzogen ist. Okay? Ja, wie verzogen, das stimmt. Wie verzogen. Du bist am schlechtesten erzogen worden. Das ist unsere Cola. Okay, sie kommt sogar. Coole Kamera, ja? Ja, danke schön, danke schön. Der Kellner hat uns gerade gefragt, was wir machen. Und ich habe gesagt, wir probieren das Essen aus 7 verschiedenen Ländern. Und wir sind jetzt in Deutschland. Und er hat gesagt, das ist das richtige Restaurant. Du hast, natürlich muss er das sagen. Ja, aber. Ich meine, vielleicht ist er ein ehrlicher Mensch. So naiv. Bist du so naiv? Ich meine, ja, nett und so, aber komm schon. Oh. Ja, genau. Schlechte Zone. Das sagt der Richtige. Du sagst die Wahrheit, es ist schlecht, aber dafür sagst du die Wahrheit und es ist dann Punkt, das Ende. Ein tolles Wort, wenn du die Wahrheit sagst. Auch wenn es so schlechte Dinge sind. Hast du irgendetwas verstanden? Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab gar nicht. Oh, die Bandfische, okay. Hat er mit Speck gemacht, Entschuldigung. Oh, okay. Alles gut, alles gut. Du sagst mir so, nein, ich mach das nicht und so, denk nicht so, Sana. Und am Endeffekt, du hast es gemacht. Okay, aber so. Nenn mir ein Beispiel. Ausreden. Das ist eine schlechte Manieren. Lass mich ausreden. Lass mich fertig ausreden. Das ist eine schlechte Manieren, hast du gehört? Sag dir was. In deinem Alter? In meinem Alter hast du Fußball gespielt und nicht geschminkt. Geh du auch Fußball spielen? Ja, ich hab. Hä? Ich spiel Volleyball. Okay. In deinem Alter habe ich im Spielplatz gechillt, im Wärter im Steinpark. In deinem Alter habe ich beim Mediamarkt geklaut. Nimm dir ein Beispiel. In deinem Alter waren wir Flüchtlinge. Ist dir klar, wie hart wir es hatten? Wir mussten jeden Tag um unser Frühstück ringen. Okay, so war es nicht, aber nein. Ja. Es gab immer nur ein Ei zum Frühstück und Sarah und ich mussten kämpfen dafür, darum. Okay? Egal, jetzt sitzt ihr so glücklich und jetzt könnt ihr 2 Eier essen. Ich könnte sogar 4 Eier essen. Ja. Aber wir müssen dir beibringen, dass gute Dinge nicht selbstverständlich sind. Wie meinst du gute Dinge? Selbstverständlich. Oh, Sana, klär's ihr bitte. Du musst einfach alles mehr schätzen, Sana. Tu ich eh. Wirklich? Es schaut nicht so aus, aber ich tu eh. Aber ich bin für alles dankbar. Okay. Schönefeldbus ist wieder da. Oh, perfekt. Das ist für die Damen beides. Also ich. Ach so, du filmst nur, ja? Genau, ich filme. Ich habe keinen Hunger, deswegen. Okay, Spaß. Danke dir. Das ist euer Essen. Euer Essen heißt Hamburger Panfisch. Es ist Panfisch aus Hamburg. Schaut einfach aus wie Fish and Chips. Aber aus Hamburg. Wieso habe ich das nicht? Und ich und du schon. Was? Ah, so Petersilie? Ist doch egal, Sana. Sano, gönn doch auch mal deiner Schwester, oder? Okay. Das ist das Problem. Warte. Ich gönne ihr nichts. Pack doch nicht an, pack doch nicht hast an. Hast du das gehört? Sie so, das ist das Problem, ich gönne ihr nichts. Glaubst du, er gibt uns gratis Mayonnaise? Man sieht gerade Rauch aus seinem Mund steigen. Aber das ist nicht Mundgeruch, oder? Nein. Echt lecker. Das ist ja Ausländer, der Bika Speck essen. Ja. Die Pommes sind lecker. Der Fisch ist gut. Ich zieh nach Hamburg. Weißt du, in Wien, wenn du so was typisch Wienerisches willst, was kriegst du da? Wiener Schnitzel zum Beispiel. Okay, Schnitzel. Okay, ich gebe zu. Die einzigen Sachen, die österreichisch sind und gut sind, sind Schnitzel und Kaiserschmarrn. Ey, Österreich hat viele gute Sachen. Sushi ist nicht wienerisch. Ach so. Sarah, du darfst nicht vergessen, Deutschland ist 10-mal so groß wie Österreich. Ja, ey, das ist ja das Geile. Deswegen hat es auch mehr Einwohner, weil Deutschland ist sehr groß. Ja, ja. Und Österreich ist so. Deswegen ist es ja kein Wunder, dass auf einer größeren Fläche mehr Spezialitäten zustande kommen, oder? Deshalb ist es ja auch kein Wunder, wenn ich sage, hey, hier gibt es viel mehr zu bieten, oder? Schmeckt nicht so wie gewöhnlicher Fisch. Ich glaube, so von den 3 Ländern bis jetzt ist das hier jetzt mein Favorite bis jetzt. Wirklich? Ja. Ich finde meinen Lieblingstag eigentlich, da war ein gar keine. Aber wenn ich entscheiden könnte, Malta. Weil mir hat dieses andere, diese Dings da so gut gefallen. Ich habe vergessen, dass Malta-Essen auch Knoblauchbrot hatte und das war lecker. Ich mag kein Fisch, aber ich habe das probiert und ich fand es gut. Ich könnte das fertig essen. Wirklich? Dann ist fertig. Diesen Fisch schon. Hamburger Panfisch. Gebt mal eure Bewertung ab. Ich finde,
Eigentlich ist es eine 10 von 10. Ist es deine erste 10 von 10? In dem Video schon, ja. Sana, was sagst du? Bleib höflich zu meiner zukünftigen Heimat. Ich finde, ich habe jetzt mehr gegessen. Ja. Ich werde jetzt ein bisschen weiter essen. 8 von 10. 8 von 10? Aber ich dachte, du hast gesagt, es ist gut, kann man machen. 8 von 10 ist gut. Das dritte Land, nämlich Deutschland, ist somit durch. Oh, Energy. Oh, Energy. Oh, Energy. Bravo, Hamburg. Bravo. Okay. Eigentlich Bravo für die Bravo. Was? Was? Was hat sie gesagt? Also diesen Voice Crack, der zu sagen. Ich so. Da bist du gerade in deinem Film? Naja, ich versuche nur Freunde zu machen über Blickkontakt. Moin! Wir lassen dich nicht nach Deutschland ziehen. So. Soll ihr Traum leben. Genau wie Marci, hä? Okay, und was wäre dein Traum, Sano? In Wien umziehen, woanders hin. In Wien umziehen. Kurzen Abstecher nach Hamburg machen, so Sachen klauen und dann umziehen. Das Ding ist, weißt du, selbst wenn ich ihr Sachen schenke oder Sachen gebe oder Sachen kaufe, was auch immer, trotzdem klaut sie. Es ist so, als ginge es nicht anders. Sano, warum machst du das? In deinem kranken Style. Somit ist das dritte Land zu Ende und wir sehen uns im vierten Land. Wisch drüber. 7 Tage, 7 Länder. Wir reisen jetzt nach Italien. Schaut mal an, wie wir aussehen, okay? Wir fahren mit dem Auto nach Italien. Sahara ist dort. Sahara, sehr lustig. Aha. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Italien denkst? Pizza. Nudeln. Wir sind gerade in Slowenien. Wir sind in Italien, um Essen zu probieren. Wir sind hier vor einem Kreuzfahrtschiff, Hotel Secuncodi an Bord. Das ist die Aussicht. Das ist Trieste, eine kleine italienische Stadt. Das ist Costa Deliciosa. Das passt ziemlich gut, weil Deliciosa heißt deliziös, also leckere Küste. Bisher hatten wir Portugal, wir hatten Malta, wir hatten Deutschland und jetzt ist Italien, das vierte Land. Grüß Leonardo und Kate Winfell von mir. Jack und Rose. Italien ist ein Land, das an Österreich angrenzt. Das heißt, es ist ein Nachbarland von dem Land, in dem wir leben. Und das Italien ist, wie heißt das? Ein Stiefel? Stiefel, ja. Ja, also Italien hat die Form eines Stiefels, dafür ist es bekannt. Aber Italien ist für viele weitere Sachen auch bekannt. Also es ist ein Land... Beispiel für Stradivarius. Nein, nein, nein. Oder Geschichte. Wir sind nicht zum Shoppen hier. Oder aber wir gehen noch. Oder die Römer von früher. Ja, was ist mit denen? Weiß ich nicht. Aber was hast du gelernt in Geschichte über die Römer? Dass sie Krieg begonnen haben. Keine ja. Ahnung. Aber nein, Italien war auch dabei. Keine ja, Rom ist ja in Italien. Italien hat sich auch eingemischt beim Krieg. Ja, aber Römer, das ist Italien. Krieg ist nicht das Einzige, wofür Italien aus der Geschichte bekannt ist, sondern... Von Römern. Krieg ist nicht das Einzige, wofür Italien bekannt ist, denn eigentlich kommt... Essen. Ja. Pizza und Nudeln. Ja, oh mein Gott, endlich. Ich versuche die ganze Zeit diese Überleitung zu machen und warte darauf, dass ihr selber drauf kommt. Also ich mache die Überleitung nochmal und ihr kommt selber drauf, okay? Kriege ich nicht das Pizza und Essen. Oh, sag Pizza und Essen. Italien könnte bisher am spannendsten werden, weil Italien ist einfach bekannt für seine Mode und Italien ist bekannt für Essen, okay? Pizza und Nudeln. Alles, was ich mag. Also es könnte in Italien gut sein. Ja, gut, dass du mit deinen Händen sprichst. Eine weitere Sache, die die Italiener machen, ist mit den Händen sprechen. Okay? Etwas, was ich euch über Italien sagen kann, ist, sie haben die letzte Europameisterschaft gewonnen. Im Elfmeterschießen gegen England. Und England ist das nächste Land, in das wir reisen werden. Ah ja. Glaubst du, wir finden für mich hier ein italienisches Trikot? Ich dachte, sie sagt einen italienischen Mann. Was hattet ihr von Italien erwartet und was ist so das, was euch überrascht hat? Wir haben nur 3 Stunden Italien gesehen. Also was ich bisher bemerkt habe, ist, dass die Leute sehr Stil haben. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten sehr schöne Geschäfte. Sano, was ist so für dich Italien bisher gewesen an diesem Tag? Was hast du gesehen, was hast du beobachtet? Eis habe ich gesehen. Aha. Ich habe Eispfirsich gesehen. Ja. Danach, ich habe Leute gesehen, die keinen Style haben. Das sagst du mit Trikots, okay? Ja, die keinen Style haben? Ja, Olum, eine trägt so Skinny Braca. Ich habe Jungs gesehen. Oh. Ein Mann. Wo sind wir hier? Trieste, ja genau. Trieste. Da gibt es doch so eine Statue oder so in Italien, das so groß ist, rund. Du meinst das Kolosseum? Was? Ja, du meinst das Kolosseum? Ja, ja. Das ja. ist in Rom. Ich hoffe, Nudeln und Pizza werden 10 von 10 sein. Wer hat gesagt, dass es Nudeln und Pizza geben wird? Ich habe
Hä? Was denkt ihr? Das ist italienisch. Das ist hä? Wir können nicht Italien verlassen, ohne Pizza hier gegessen oder zu haben. Oder Nudeln, also, ja. Okay, vielleicht haben wir es dann gegessen, aber vielleicht nicht in diesem Video. Vielleicht habe ich für euch irgendwas mit Meeresfrüchten. Bitte nicht. Bitte. Nein, was? Leute. Oder eine Pizza mit Meeresfrüchten. Noch schlimm. Nein, okay, das geht noch. Oder Tiere im Nudel. Ich hoffe einfach, dass das Essen, was ich mir so ausgedacht habe, gut wird. Ich kann euch nicht sagen, was es wird, okay, aber wir essen im Restaurant. Und ich hoffe, wir haben dann eine schöne Aussicht aufs Meer. Aber bin mir nicht sicher, weil hier gibt es so viele Restaurants, aber die sind fast alle voll. Oh, 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 oh. Das sind die zwei Gerichte, die in Italien, das sind die bekanntesten. Ja. So. Mamma mia. Ja, ja, wir sind in Italien. Solo kann das schon. Okay, warte, welche italienischen Wörter kennt ihr schon? Bonjour. Buongiorno. Eine Frage, die ist sehr wichtig. Ja. Wann gehen wir essen? Dano, wir müssen hier so eine schöne Einleitung machen, ein bisschen über Italien, ein bisschen Geschichte erzählen. Weißt du, was ich meine? Okay, was ist so? Wir können nicht einfach übergehen und fressen. Ja. Doch. Das geht nicht. Oh mein Gott, schaut diesen Fisch an. Oh. Ich glaube, die haben mitbekommen, dass wir ein YouTube-Video drehen. Die wollen dabei sein. Schau mal diesen Vogel hinter dir an. Wir gehen jetzt zum Restaurant und schauen, was Italien zu bieten hat. Ist das die Flagge von Kosovo? Welche Flagge meinst du, die rechte? Die blaue. Also Kosovo nicht ganz, das ist die Flagge der EU. Wir sitzen hier in einem Restaurant, aber wir essen nur übergangsweise, weil wir herausgefunden haben, dass die Italiener, genauso wie die Spanier, eine Siesta machen. Das heißt, zu Mittag Pause und die Restaurants schließen. Aber 2 Stunden. Nein, für 3 Stunden. Die machen 3 Stunden Pause. Wir essen jetzt nur, damit wir überleben und wir vloggen dann. Aber das Essensvideo, also das, was wir essen wollen in einem richtigen italienischen Restaurant, okay, das werden wir essen, das werden wir am Abend essen können. Jetzt warten wir auf Chicken Sandwiches hier in diesem kleinen Restaurant. Warum 3 Stunden? Die machen Pause, sagen wir, die machen Mittagspause. Warum 3 Stunden? Noch? Keine Ahnung, man, die wollen schlafen. Okay, maximal 1/2 Stunde, 1 Stunde. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber die schließen um 15:30 die Restaurants hier in Triest. Ich habe keinen einzigen Laden gefunden, die das haben, was ich suche, der offen hat. Also keinen einzigen. Also, alles geschlossen. Okay. Das heißt, wir sehen uns am Abend. Es ist soweit. Wir sind in Italien essen. Hola. Ah, buonasera. Scheiße. Ich sag euch, was es ist. Also schaut mal. Also wissen wir es schon? Die Sache ist die. Es ist ja klar, was es wird. Oh, wir haben, good evening. Oh, good evening. Thank you. What's that? Prosecco. Oh, okay, we don't drink it. Thank you. Sana, du darfst nicht nehmen. She's a child, but thank you very much. Normalerweise habe ich ja jedes Mal ausgesucht, was ihr esst. Aber dadurch, dass wir in Italien sind und klar ist, was es wird, okay? Pizza? Es ist eine Pizzeria, in der wir sind. Das ist ja logisch. Echt? Also, ja. Also, ihr könnt euch aussuchen, aber eine Pizza. Wir sind nach Italien gekommen, um eine italienische Pizza zu essen, okay? Das erste Mal in eurem Leben dürft ihr euch eine italienische Pizza gönnen, okay? So wie es sich gehört. Bevor wir anfangen, die Geschichte der Pizza. Die Pizza, ne, wurde irgendwann und Neapel, 11. Jahrhundert. Ich nehme Margherita. Margherita? Du kommst nach Italien, um Margherita zu essen? Okay. Wieso wäre es schlimm? Nein, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Ich schau mal, ob ich noch was finde. Okay, okay, okay. Ich schau mal für euch. Ich glaube, ich nehme Regina. Regina? Das ist einfach mit Büffelmozzarella. Also es ist eigentlich Margherita, aber mit Büffelmozzarella. Was ist das? Büffelmozzarella, also so das Ding, wo große... So große Mozzarella-Stücke, aber Büffelmozzarella. Dann nehme ich das auch, etwas Neues. Excuse me? Da steht ich liebe Pizza über alles und Mozzarella mag ich auch extrem. Please for me, Yes. Regina. Margherita Pizza, yes. Please. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Cheers. 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 Alter, warum füllst du das Glas bis auf den letzten Millimeter auf? Warum bist du so gierig? Die Dose läuft ja nicht weg. Soll also essen kommen. Die Pizza ist da. Okay, okay. Regina? Yes, it's for her. Margherita is for her. Yes, thank you. Warte, ich will ein Foto davon machen. Tiramisu? Oh, grazie. Das schaut ja auch krass aus. Junge. Okay, ich bin gespannt. Sano, du verbrennst deinen Daumen. Egal, Pizza ist auch gut. Verdammt lecker. Willst du ein Stück? Nein, danke. Faxe Haar, weil ich esse alles da. Ich liebe Pizzarand. Ganz ehrlich, es macht schon einen Unterschied, die Pizza hier.
Echt? Was ist so, wie würdest du sie beschreiben? Besser. Was? Besser. Ja, so... Ja, einfach viel besser. Was passiert in deinem Mund, wenn diese Pizza so auf deinen Mund trifft? Boah, da geht Party ab. Meine Zunge freut sich. Ich habe nicht mal Bock auf mein Tiramisu. Will das einer von euch danach essen? Ich mein's ernst. Irgendwie bin ich so... Du hast es besteckt dann. Ja, ich wollte... Sagst du mir so, ja, bestell was zu essen, kannst du dann? Ja, aber irgendwie... Ess mal eure Pizza. Halt nichts bestellen. Dann ich finde es so geil, dass wir aussuchen konnten. Gönnung, Alibaba, seid ihr warm? Wollt ihr schon Bewertung abgeben? Wollt ihr schon sagen, wie der Tag ist? Fetter, 11 von 10. Ich mag Pizza generell, aber ich esse am meisten die, was Sahara hat. Aber ich habe das heute zum ersten Mal probiert mit Mozzarella. Regine, keine Ahnung, wie man das ausspricht. 10 von. Ja, 11 von 10. 11 von 10. Sarah, was sagst du? 10 von 10. Schau, ich kann es nicht beschreiben, aber die Pizza ist wirklich lecker. Und der Teig ist so fluffig, ja? Aber dennoch am Rand so knusprig. Und okay. Das ist genau mein Ding. Okay. Unser Ding. Genau. Das heißt, wir haben in Italien gegessen. Alter, wie hängt... Nein, lass das. Schau. Ich glaube... So von diesem Essensvideo war das bis jetzt mein Favorite. Das hast du aber auch schon so Hamburg gesagt, glaube ich. Das stimmt doch. Ja, hast du. Also irgendwo hast du schon Favorite gesagt. Ich glaube nicht, dass es bei Malta war. Hamburg, doch. So. Ja gut, aber das kann nicht getoppt werden. Eben. Und sorry Hamburg, aber es wurde heute getoppt. Es ist mir egal, was für Länder jetzt noch kommen wird. Das kann niemand toppen. Dieser besondere Pizza. Ich wünsche am Tag, dass es morgen geht. Aber wir gehen vielleicht essen. Vielleicht können wir das unseren Eltern empfehlen. Italien ist somit beendet. Es war uns eine Ehre. An alle meine Italiener, buongiorno. Nein, an alle meine Italiener, hola. London, wir kommen. Zwei Wochen später startete die Reise nach England. Smash. Für das Essen nach London gekommen, jetzt sind wir von Big Ben. Wasser schaut, dass wir durchfallen. Sanno, wir gehen gleich essen, chill doch. Oh, das Wasser schaut ja wirklich schlimm aus. Wir sind vor dem Big Ben. Das ist so eine Uhr, das Besondere an der Uhr ist, dass sie immer richtig schlägt. Ursprünglich ist es gedacht gewesen als Armbanduhr. Also sie wollten das als Armbanduhr machen, aber... Sie hatten ein bisschen zu viel Material. Es ist Tag 5. Wir sind angekommen in London. London ist eine Stadt voller Liebe. England, Großbritannien ist eine Kolonialmacht und hat mehrere... Ach, was laber ich überhaupt? Wo ist Queen Elizabeth? Sie ist letztes Jahr gestorben. Wir haben schon 4 Länder hinter uns. Und das ist das 5. Land. Und das hier ist mein Lieblingsland. Mein Traum. Ja, aber ihr habt noch gar nicht gegessen. Oder geht es nicht ums Essen? Ja, stimmt. Nein, es geht nur ums Land. Das Auto ist gerade irgendwo unsere Cousine parken. Also, wir haben dieses Jahr viele Reisen gemacht. Aber das hier... Das hier war sehr special. Ja, auch noch zum London Eye, aber das haben wir auch nicht geschafft. Leute, das ist das London Eye. Ich finde, was man nicht vergessen darf, ist, die anderen Länder, die wir bisher hatten, hatten auch so ihre, auf ihre Art und Weise, ihre besondere Schönheit. Schön. Ja. Wir haben nicht gesagt, dass Italien scheiße war oder so. Ja. Italien war eh schön, Malta auch, Portugal auch. Außerdem haben wir Italien viel zu wenig gesehen. Ja, und so nur einen Tag oder so. Was ist bisher bei euch in London passiert? Bisher in London? Oh mein Gott. Ich finde, es war so eine... Alles in einem Reise. Es war irgendwie so, einerseits so viel Zeit mit Family. Ja. Andererseits auch so das Vloggen und so. Ja. Und dann irgendwie auch so viel Spaß gehabt mit Paris und so weiter. Ja. Nacht, Flaschenbleibung, Nacht. Stadt gesehen, Shopping war auch dabei. Leute, genau, wir haben gestern noch Sanos zweites Ohrloch gestochen. Nächstes Jahr drittes. Nein. Ja, ich habe schöne Sachen eingekauft. Okay. Großbritannien ist für einige Dinge bekannt und ich habe schon in Österreich oft gehört, dass das Essen hier nicht schmeckt. Ich dachte, das wäre Fledermaus. Ja. Was glaubt ihr, was es heute wird? Warte, Fish and Chips. Was? England ist sehr bekannt für Fish and Chips. An alle, die kein Englisch können, also Fish and Chips, das ist Fish und Chips. Die haben aber auch einige weitere Spezialitäten. Was fällt euch noch ein? Als wir gegoogelt haben, stand da Fish and Chips und Chicken Tikka Masala. Ja, es ist einfach Chicken Tikka Masala, was wir dachten, ist so was Indisches, was ja auch eigentlich Indisch ist, wird hier so als Nationalgericht irgendwie gezählt. Ich habe mit meiner Cousine schon ausgemacht, zu welchem Restaurant wir gehen. Ich bin mir eigentlich zu 300% sicher, dass wir Fish and Chips bekommen heute. Ich sag mal so, in so einem Video sind solche Überraschungen gar nicht so schlecht. Man ist, okay. So ein Video ist für Überraschungen sehr gut, oder? Aber ich mag Fischstäbchen. Okay, Sano, wir sind nicht nach England gekommen, um Fischstäbchen zu essen, okay? Mann,
Hafen ist so schön. Was? Diese Stadt ist so schön. Ja. Aber Wasser schaut scheiße aus. Sieht ja auch. Komm, ja, schau, okay, dass sie durchfahren. Das gibt mir voll so New York-Vibes. Schaut. Mashallah. Also die Stadt ist voller Wunder. Wir müssen uns zum Essen begeben. Unsere Cousine holt uns gleich ab. Diese Stadt hat uns schon so viel geboten. Schauen wir mal, was uns diese Stadt essenstechnisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Essen. Du kannst auch nicht. Schauen wir mal, was uns diese Stadt essenstechnisch bieten kann. Essen, wir kommen. Let's go, bitches. Wir sind jetzt gerade im Restaurant, okay? Wir haben die Karten bekommen. Das sind so die Menükarten. Die wir dürfen nicht drauf schauen. Ja, ich erledige alles mit dem Bestellen. Unsere Cousine kommt gleich. Was? Ist es normal, dass es hier so dunkel ist? Ja, wahrscheinlich schon. Weil früher gab es in England kein Licht. Aber wenn du Pommes oder so bestellst, die geben immer Ketchup und so. Kannst du es wechseln, Mayonnaise dazu geben? Sano, wie kommst du drauf, dass wir irgendwas bestellen, wo Ketchup und so? Es ist kein Fish and Chip. Aber wenn. Okay, wenn. Vielleicht, weil wir kein anderes Essen kennen, das so bekannt für England ist. Okay. Sano, hör auf zu schauen, Mann. Ice peach, please. We don't have iced tea, I'm afraid. Wir haben kein Eistee, Sano. Coke. Also a Coke for me, please. For me too. About the food, I'm gonna order it like for all of us, but I'm not allowed to find out until it's on the table. Okay, I'm gonna, sure. Because it's a surprise, you know? Sure. Thank you. Ich habe dem Kellner gerade gesagt, ich werde das Essen bei ihm hinten bestellen. Aber Eis für sich wäre toll. Hallo. Ihr sieht halt kein Eis hier so. Was gibst du mir meine Pommes dazu? Pommes mit Mayonnaise. Sano, es gibt keine Pommes. Wetten wir? Halt's mal. So, about the steak and kidney pie, is there any pork in there? No, okay. So, I would like to have, let's say, 2 steak and kidney pies for the sisters. That's all for now. Also, ich denke, wir bekommen einen Burger, so. Sano, take whatever you want. Pommes. Hallo. Please delete that from my pig cheek. This one. Es gibt hier Backen vom Schwein und sie fragt, ob es Gesichtsbacken oder Arschbacken sind. Okay, thanks a lot. Wo ist Mayonnaise? Sorry. Sano, du tust so morgen. Er bringt Mayonnaise, ist das? Hört zu, Leute. Ganz ruhig. Das ist irgend so eine Pastete. Ja, so? Es ist eine Pastete aus Steak und Niere. Steak and Kidney Pie. Das ist voll gut, vertrau mir. Es ist nichts von Schwein oder so. Sowas isst man normal. Why looking at me? Was ist das? Das weiß ich nicht. Steak und Niere, okay? Es ist eine Pastete. Leute. Was ist das? Niere? Ja, das ist gut. Ihr müsst mal probieren. Ja, das ist gut. This is not good. Gravy und sein Fakus. Das schmeckt komisch. Egal, das ist nicht das Gericht, das ist das Gericht. Ich mach das mal auf, damit wir schauen, wie es von innen aussieht. Okay. Weil. Leute, bitte macht nicht diese Gesichter als Kellner. Okay. Ja, okay. Muss ich jetzt essen? Probieren musst du es ja. Soll ich mal erst probieren? Lass mal Sano probieren, okay? Sano probieren. Passt so? Ja, ist gut. Bismillah. Bismillah. Ah, ist zu heiß. Okay. Butter Pasta, was meint er? Schmeckt? Das schaut nämlich so. Ja, schmeckt's oder nicht? Mann, schmeckt's? Okay, sorry. Okay. Wenn man einen Schluck nach dem Essen nimmt, dann schmeckt es. Sano, wie lange dauert es noch? Sag mal. Ich dachte, es wird schlimm. Am Anfang, es war okay, aber am Ende nicht so gut. Aber okay. Schau, ich habe erst probiert. Sano, probier mal bitte. Probier einfach. Nicht
nicht so viel. Und, wie schmeckt's? Aber wir müssen ehrlich sein, oder? Ja, ihr müsst ehrlich sein. Okay, ich hab's jetzt probiert. Ja. Es hat normaler geschmeckt, als ich gedacht habe. Okay. Ich habe mir gedacht, es geht jetzt, Gott weiß, was auf meiner Zunge ab. Ja. Ich weiß nicht, also es ist eigentlich an sich nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, einfach zu wissen, dass ich gerade Niere esse. Oh mein Gott. Einfach dieses Ganze schon im Vorhinein sich anekeln, führt halt dazu, dass es dir nicht schmeckt. Ganz ehrlich, mir ist gerade urübel. Also nicht vom Essen, es ist gut gemacht, ja, aber ich kann sowas nicht, ich krieg das nicht runter. Gib mir die Pommes dann, wenn du nicht essen. Die Pommes esse ich selber. Also ich glaube, wir müssen danach schon einen Abstecher bei McDonald's oder so. Was? Willst du das nicht mehr essen? Ich wollte mal nach McDonald's, weil die mal geschnastet haben. Sarah hat zu unserer Cousine gesagt, wir müssen dann zu McDonald's, und unsere Cousine hat gesagt, Gummifrühen. Das heißt, frisst Scheiße oder so. Ich hab's mir halt schlimmer vorgestellt wegen Aussehen und so. Das hat sie gerade gesagt. Aber ich habe es auch am Anfang gesagt. Okay, okay, sorry, ja. Ich würde sowas niemals freiwillig essen. Es ist Steak and Kidney Pie. Ja. Und in der Pastete, es ist halt die komische Kombination, finde ich. Aber das sind Briten, die essen das halt. Okay, aber ich bin kein Brite. Heißt das, du probierst nicht weiter? Ich habe ja probiert. Ich weiß, wie es schmeckt, aber ich krieg's ich nicht denke, mehr runter. Ich denke, du musst es probieren. Okay. Probier mal. Ja. Gib mir Niere, ich will meine Niere vergrößern. Uff. Easy. Du jetzt nicht gerade. Das ist voll gut. Ist es auf? Würdest du es dir selber bestellen? Nein. Ja, aber es ist gut. Ich habe einfach gerade ein Stück Niere gegessen. Haben wir nicht selber Niere? Ja. Eben. Eben. Beste Niere, die ich heute gegessen habe. Okay, okay. Gekostet hat jedes davon 22 Pfund, also es sind so 25 Euro circa. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Frage an euch, wie lautet die Bewertung? Okay, ich bewerte jetzt das Essen unabhängig davon, dass es halt nicht so meins ist. Ja, genau. Sondern anhand dessen, wie es gemacht wurde. Okay, ist gut. Okay? Ja. Ich finde, es ist schon eine 9 von 10. Was? Meinst du das ernst? Ja. She says it's a 9 out of 10. Da. Ich probiere es lecker. Taste man es. Das ist zu gut, Sal. Es ist halt auch so dieses Schwarze auf dem Teller. Ich weiß erstens nicht, was das ist. Ich habe es probiert. Es hat überhaupt nicht gut geschmeckt. Und ich finde, das Auge isst mit, weißt du? Das Erste, was ich auf diesem Teller gesehen habe, war so... Was ist das? So ja, du meinst das hier? Ja, genau. Finale Bewertung 9 von 10. Okay, nein, finale Bewertung 8 von 10. Ich habe okay. Das Schwarze ganz gut. 8 out of 10. Okay. Deine Bewertung? 5 von 10. Insgesamt so 5 von 10 und die haben es auch gut gemacht. So. Und ich will halt auch kein so, ich will jetzt auch nicht haten, dass sie scheiße gemacht haben. Sie haben es eh gut gemacht. Weil, wie gesagt, Girls support Girls. So. She says 5 out of 10 because of Girls support Girls. I don't think a girl made it. Aber hier sind Girls. Ich will jetzt auch nicht sagen. Hallo, ist normal. Sano sagt 5 von 10 wegen Girls, support Girls. Und nein, weißt du, 6 von 10, ein Punkt, der Kellner war nett, deswegen 6 von 10. Okay. Naja, bewerten wir das auch mit? Ich dachte, wir bewerten nur das Essen. 5 von 10. Ich muss aber auch dazu sagen, in meiner Bewertung fließt auch meine Liebe für London mit ein. Weil ich will es nicht übers Herz, London eine so schlechte Bewertung zu geben. Eben, weil London ist halt... wunderschön. Also du meinst, das Essen in London war am besten? Nein, nicht das Essen, sondern London selbst. Okay. London war das Essen. Am besten. In der Nähe gibt es eh McDonald's. Was? In der Nähe gibt es eh McDonald's. Ciao, Maria. Sano, please. Okay. Drive to McDonald's, Puggy. Ganz kurze Frage, wirst du weiter essen? Was? Wenn wir das Video hier, wenn wir die Kamera abdrehen, ja. Wirst du weiter essen? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wirst du das noch weiter essen jetzt? Klar.
Warum stellst du so eine Frage? Was machen wir jetzt? Ich meine, es ist viel übrig geblieben, es ist peinlich. Ja, wir können sagen for takeaway, right? Wir können sagen for takeaway. Nein, oder wir machen es wie Mr. Bean in dieser einen Folge. Okay. Diese eine Folge, wo er sein Essen in die Handtasche von einer Frau so reingeschüttet hat. Leben geht weiter, Girls support Girls. Oh! Oder vielleicht ist es auch so, wir sind keine Ahnung, wie man das ausschaut. Britan, Engländer oder so? Vielleicht schmeckt es. Vielleicht schmeckt es die Engländer, weil die hier aufgewachsen sind und so. Ja. Aber bei uns nah. Stimmt. Kann sein. Paris, schmeckt es dir? Taste, please. Thank you. Was? No, thank you. Ah, okay. Can I have a schluck? Thank you. Can I have a schluck? Shop! Ja, Shop, Schluck, Schluck. Shop heißt bei uns in Afghanistan Schluck. In Afghanistan sagen wir auch Shisha zu Shisha, ja. Aber wir sagen auch Shisha zu Shisha. Zu also zu Spiegel, Glas. Spiegel, Glas. Ja, genau. Spiegel. Somit ist England beendet. Wir haben halt fair bewertet. Die einzigen zwei Sachen, die mir in den Sinn kamen, war Fish and Chips und Kidney Pie. Eh gut, dass du nicht Fish and Chips genommen hast, weil Nummer 1, wir hatten das schon mal. Ja, eben. Und Nummer 2, das wäre so basic gewesen. Genau. Es gibt halt hier nicht so viele andere Sachen. Es gibt zum Beispiel noch English Breakfast, aber das haben wir am ersten Tag hier mit unserer Cousine hier gegessen. Das war echt lecker, Leute. Ja. English Breakfast war 10 von 10. Okay. Du, McDonald's Mini. Alle Hubs habe ich verfehlt. Bei Hotspot, Internet und McDonald's. Das sind die einzigen Worte, die Sano auf Forzi auf unserer Sprache kann und das alles normal Englisch-Deutsch. Sie redet die ganze Zeit nicht, sie macht so eine, ich kann kein Forzi. Aber dann, wenn sie Internet braucht, wenn sie zu McDonald's bin, will, dann spricht sie fließend. Mama McDonald's Medikativi. Okay, Sano, Muyam kann das schon. Chips. Oh, thank you very much. Thank you. Porsche in McDonald's. Hallo, Chipsha. Sie isst Pommes von ihr, aber sagt ihr, sie soll ihre Pommes nicht in ihre Mayonnaise eindippen. Dann würde ich sagen, das war's mit England. Wir sehen uns beim nächsten Land. Kuss geht raus. Nein, warte. Was? Leute. Sano sagt, Kuss geht raus, aber bei uns bedeutet Kuss was anderes. Kuss is in German kiss. Oh! Ja. Kuss bedeutet bei uns in Afghanistan Geschlechtsteil der Frau. Du weißt schon, dass Mamai dich auseinandernimmt dafür, dass du das im Video sagst. Tag 6, wir sind hier. Und wir sind auf dem Weg nach Ungarn. Ungarisches Essen, wir wollen wissen, wie du schmeckst. Wir sind hier bei der Fashion Street und das ist genau der perfekte Ort für Sahar. Wir suchen den perfekten Spot, um das Video anzufangen, weil das Restaurant weiß ich schon. Da sind wir gerade vorbeigelaufen. Wir können das so bei Teddybär machen. Was? Der Teddybär dort von Lind? Der ist süß. Aber fett. Eins, aber das ist nicht voll Baby Christmas Vibes. Was ist das? So, eigentlich ist es Herbst, aber es gibt mir voll Merry Christmas Vibes. Wie viele Stockwerke hat dieser Bershka? Bitte schau mal. Oh. Das ist ja riesig. Zar, wir sind zum Essen hier. Let's go! Let's go! Angekommen in Budapest, die Nuris sind gelandet. Das ist Budapest. Nice aus, okay. Wie viele Einwohner hat es halt überhaupt? 1,7 Millionen. 200.000 weniger als Wien. Ich muss sagen, Ungarn ist die Hauptstadt von Budapest und hier sind wir gelandet. Was? Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn. So, weißt du, in der Schule haben wir Klugscheißer gehasst. Halt die Fresse. Ja, sie, wir haben, sie hat Rechte. Erzählt mir, was hält ihr von Ungarn? Sehr regnerisch. Erste Eindrücke bis jetzt, super, weil wir sind bei der Fashion Street angekommen. Aha. Ich habe schon die ganzen Geschäfte gesehen, in die wir nach dem Essen gehen werden. Ja, verstehe. Ansonsten ja, sehr hübsch. Schau mal. Sehr hübsch. Ja, diese Brücken und das Parlament. Sano, was sagst du? London. Ungarn ist sehr schön. Was glaubt ihr, was ihr in Ungarn bekommt? Waffe? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich kenne kein Gericht, das so traditionell. Warte, bekommen wir was Süßes? Euch gegenüber wird, während ihr esst, was Süßes sitzen. Hä? Meinst du nicht, du meinst nicht dich, oder?
Doch, ich bin ein hübscher junger Mann. Ich habe meine Haare geschnitten, weil ich habe bald Klassentreffen mit meiner alten Schule. Echt? Ja. Ich habe schon mit dem Kellner gesprochen, von dem Restaurant, wo wir hingehen, weil ich habe gefragt, ob wir filmen dürfen. Und er meinte, ja, es geht. Und dann sagte er so, are you TikToker? Okay. Und ich so, no YouTuber. Also, oh. Fällt euch nichts ein, wofür Ungarn kulinarisch bekannt ist? Nein. Waffe? Nein, das ist Belgien, oder? Was? Ja. Oh mein Gott, wenn wir 7 Desserts in 7 verschiedenen Ländern machen würden. Ja. Oh mein Gott. Belgien. Wild. Ungarn und Österreich waren früher ein Land. Sie hießen Österreich-Ungarn. Dankeschön. Jetzt gehen wir essen. Es ist sehr regnerisch und sehr kalt. Deswegen müssen wir uns schnell ins Restaurant begeben, okay? Los geht's. Ja, aber meine Ohren machen uns so. Oh, thank you very much. I'm looking for Gulasch. Gulasch? Yes. Soup or the main course Gulasch? The main course. Wir sind jetzt hier. Ihr habt gehört. Okay. Es ist schwer zu vermeiden. Für euch gibt es heute Gulasch. Beef Gulasch. Okay. Geil. Schaut doch mal Gulasch aus. Hast du schon mal Gulasch gesehen? Ja. So sieht's aus. Ja. Eispfirsich? Ja, Sano, Eispfirsich wird's schon geben. Wann habt ihr das letzte Mal Gulasch gegessen? Vor 5 Jahren habe ich Gulasch gegessen mit Abi, denke ich. Im Schwimmbad. Okay. Im Schwimmbad. Ich bestelle euch 2x Rindergulasch. Wollt ihr aber auch Langosch? Das Ding ist halt, ich habe jetzt gerade Hunger. Ich würde mal Gulasch bestellen und schauen, wie schmeckt hier. Okay. Langosch kenne ich. Langosch esse ich immer im Schwimmbad. Auch im Schwimmbad? Sano, du isst alles im Schwimmbad. Gibt es Eispfirsich? Eis die Peach? Eis die Peach? Ja, bitte, merci. Eis die Zitrone? Ja, bitte. Und für mich Coca-Cola? Normal? Ja, normal einfach. Oder sehr. Nicht sehr, einfach normal. Ja. Das heißt, 2x Beef Gulasch? Ja, 2x Rindgulasch. Ah, Rind, ja, Rindgulasch. Und einmal Langosch einfach. Ja, bitte. Perfekt. 2x Eis die, einmal Zitrone, einmal Persik und dann eine Coca-Cola. Ja. Normal. Ganz genau, vielen Dank. Ihnen auch. Ich habe vorhin mit ihm geredet und er hat jetzt sein Deutsch ausgepackt. Der ist nett, er macht's gut. Das ist echt sehr nett. Ja. Aber ja. Lustig. Wieso lustig? Hey, der Mann kann es dann halt mal jetzt, okay? Ja, er kann es eh. Yeah. Er kann besser Deutsch als du vor 2 Jahren noch, Sano. Aber in Österreich gibt es eh die gleiche Uhrzeit, oder? Ja, es ist dieselbe Zeit. Es ist halt Budapest in Österreich. Ja, es ist dieselbe Uhrzeit, ja. Bitte, lieber Gott, lass das Gulasch gut sein, weil ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Zitrone. Ja, eine Persik. Mhm. Coca-Cola? Ja, sicher. Genau. Bitte sagen, danke. Geil. Wie gesagt, er kann noch immer besser Deutsch als du vor 2 Jahren. Er hat halt mitbekommen, dass wir filmen, deswegen geben sie sich extra Mühe. Weißt du? Ich küsse dein Herz. Warum lachst du, Sarah? Hä? Ich fand's nur urlustig. Hat sie Danke gesagt? Und er hat gesagt, Ihnen auch? Ja. Bitte sagen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Ich bin davor, er hat einen Freund. Weil er weiß, mich versteht es eh nicht so auf Ungarn. Oh, ist schon da. Ist nicht schon da. Kennt ihr das, wenn im Restaurant der Kellner kommt und man denkt, er kommt mit dem Essen von dir, aber dann. So dein Herz schlägt schneller und dann so geht er einen anderen Weg. Aber ich würde euch darum bitten, bitte, okay, kriegt das hin, okay? Wenn ihr etwas nicht gut findet, zeigt es nicht mit euren Gesichtsausdrücken, okay? Würde ich mich hier eh nicht trauen. Weil wir werden beobachtet. Diese Nettigkeit, ja. Gulasch gilt als Nationalgericht Ungarns. Dabei war es in den ersten Ausgaben des ungarischen Nationalkochbuchs des fiktiven Autors bla bla bla. Der lange Prozess des Erfindens... Hör zu! Wollt ihr nicht rübsen? Der lange Prozess des Erfindens der Tradition und des nationalen Essens begann in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Hört ihr zu? Ich erzähle euch was. 18. Jahrhundert, ja. Genau. Y. Oh. Beef, okay. Ja, Langosch. Ah, Langosch für mich, danke. Dankeschön. Okay. Thank you very much. Ich habe doch Langosch vor 5 Jahren nicht probiert. Ich habe sie dieses Jahr probiert. Hey, das schaut hier urgut aus. Leute, das ist schon sehr krass. Okay, ihr könnt ruhig ein bisschen lauter reden, aber nicht schreien. Ich fange an, okay? Okay. Sano, warte bis hier. Oh mein Gott. Gut. Ich mag normalerweise kein Beef, aber das ist verdammt gut. Nein, schaut auch lecker aus, lieber. Das ist meins. Es schmeckt urgut. Das heißt, es hat Potenzial, dass ihr es aufisst? Ja. Alles super, wirklich. Schmeckt super. Top. Probier mal. Probier einfach.
Alter, ich habe noch nie so einen geilen Langosch gesehen. Ja. Hat Sano nicht mal dazu Langarsch gesagt? Ja, erfind nicht so Zucker. Ja. Erfind nicht Sachen. Was heißt, erfind nicht Sachen? Du hast mal gesagt, du willst Langarsch essen. Nein. Doch. Mhm, ich glaube, oh mein Gott. Leute, das ist wirklich sehr gut. Ich will das, weil ich will mit Käse. Willst du nicht auch Langasch probieren? Es ist sehr lecker. Mhm. Slash 10 von 10. Okay. Und was war, ja? Lass mich aussprechen, unhöflich. Okay. Bitteschön. Ah, Eigentor. Wenn ich das Geld habe, wenn ich nicht broke bin, will ich es mir nochmal alleine mit Freundinnen kaufen. Das bedeutet sehr viel, wenn Sano sowas sagt. Ein Eis-Tee für sich noch. One Ice-Tee Peach. Noch ein Eis-Tee. Noch ein Eis-Tee. Ja, danke. Dankeschön. Gesundheit. Danke. Hat er Gesundheit gesagt? Ja. Ja. Nicht lachen, Leute. Er schaut uns zu. Mir geht Gott so gut raus. Uff. Dann können wir alles rauslassen. Okay. Willst du? Nein. Gesundheit. Oh nein, alles hinter der Scheibe. Leute, das ist... Willst du? Gesundheit. Okay, er ist zurück, er ist wieder da. Gib mal eine Bewertung ab. 10 von 10. Auch 10 von 10. 10 von 10? Das finde ich krass. Tag 6 ist hiermit fertig gegessen. Abschlusswort zu Ungarn. Gesundheit. Abschlusswort zu Ungarn ist Gesundheit. Girl Support Ungarn. Girl Support Ungarn. Ich gehe mit meiner Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Wir sind angekommen im allerletzten Land in diesem Video und dieses Land ist Österreich. Wir leben in Österreich und wir dachten uns, wenn wir dieses eine Teil drehen von diesem Video, wo wir in 7 Länder reisen bzw. in 7 verschiedenen Ländern essen, dann können wir Österreich ja nicht weglassen. Im zweiten Teil können wir das dann natürlich nicht mehr machen, sondern müssen dann 7 andere Länder nehmen. Yep. Österreich ist das Land, in dem wir seit 15, 16 Jahren leben. Ich 14 Jahre. Ja, weil du seit 14 Jahren lebst überhaupt. Ja, ja. Diese kulinarische Reise war bisher echt ein Erlebnis. Wir haben so viel. Ja, es war halt gereist zu viel innerhalb kurzer Zeit. Ja. Aber wenn ich zurückgehen könnte, dann würde ich es nochmal machen. Genau. Hey, hast du nicht vor ein paar Tagen gesagt, du willst nicht mehr reisen? Ja, jetzt nicht mehr, aber ich. Ja. Bedeutet ja nicht, dass ich es ändern wollen würde. Ja, aber haben wir nicht dann darüber geredet, dass wir dieses nächstes Jahr 7 Länder reisen und das fertig kriegen wieder für das nächste Jahr? Ja, dazu habe ich nicht ja gesagt. Sarah, was soll die Scheiße? Hat das dir keinen Spaß gemacht? Doch, aber ich habe nicht so viel Zeit. Doch hast du, Mann. Du studierst, du kannst jeden Tag in den Kalender eingeben oder deinen in deinen Scheiß schreiben. Ich kann nicht lernen, ja, das geht nicht. Und da komme ich voran, gell? Ja. Ja, ich habe auch mal studiert, okay? Und schau mich an, aus mir ist was geworden. Was ein Wunder. Ja, und... Wo gehen wir hin? Wiederwald. Wettmacht? Warte die ganze Zeit. Wiederwald. Aber ganz gut, du sagst es uns schon, bevor wir gehen. Ja. Sehr gut. Viele österreichische Gerichte haben halt Schwein und wir essen kein Schwein. Aber in diesem Restaurant, in das wir gehen, habe ich im Menü gesehen, dass sie tatsächlich auch Sachen haben, die halt nicht mit Schwein sind. Hallo. Und halt traditionell für Österreich bekannt sind. Da steht auf Wiener Art. Wir sind Wiener, wir machen das in Wien. Okay. Sano. Ich schwöre dir, du bist wirklich so ein Twitch-Emoji, wie ein Emote bist du, okay? Du hast wirklich so 3 Emotes, die man in den Chat reinchecken kann. Smash, Period, und was ist los mit dir? Vlog. Wir gehen los. Gibt's hier Eis für sich dort? Sano, wir gehen jetzt los, okay? Also das Restaurant, in dem wir sind, es ist eine Alm, es ist sowas wie ein Wirtshaus. In Österreich gibt es viele Wirtshäuser und das ist das Traditionellste, was man da machen kann, wenn man essen gehen will. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an traditionelle österreichische Küche denkt? Schnitzel. Diese Kartoffeln, aber nicht normale Kartoffeln, diese, wo kleine grüne Dinger sind. Okay. Meinst du abgelaufene Kartoffeln, so mit Pilz oder was? Ja. Ihr könnt euch auch hier... Nein. Ihr könnt euch die Gerichte nicht selber aussuchen, aber ihr könnt ruhig durch die Karte gehen und euch euer Dessert aussuchen, wenn ihr möchtet. Aber ich habe mich für euch entschieden. Ihr werdet Kalbschnitzel essen, auf Wiener Art. Okay. Okay, Kalbschnitzel. Okay. Geil.
Es ist eine Alm, also das Prinzip ist wie so, also die Alpen, so, ihr wisst schon, Berge, Skifahren und so. Ich habe mir gestern so um 23 Uhr, habe ich mir Heidi angeschaut. Es ist wie bei Heidi in den Bergen, Leute. Schaut euch mal das Ding an. Voll der gute Background, den wir hier haben. Ja. Ich liebe Heidi. Heidi ist aber aus Deutschland, nur in Österreich. In Deutschland gibt es ja auch die Alpen. Was soll ich nehmen? Eis und Pfirsich. Okay, dann nehme ich Eis der Zitrone. Oh, Eis der Pfirsich gegen Eis der Zitrone. Wer bist du? Letztens hat Sandra uns erzählt, dass sie unsere Mutter auf Deutsch aus Versehen beleidigt hat. Aus Versehen. Aber das Lustige ist, unsere Mutter hat es nicht verstanden. Gott sei Dank. Ich sag ab und zu Sahar das Wort, diese Schimpfung, Beleidigung. Ja. Sie sagt nicht, sie beleidigt mich zurück. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ich bin bei meiner Phase, wo ich das sage einfach. Es gibt Phasen. Es ist keine gute Phase, wenn man die ganze Zeit beleidigt. Nein, das nicht, aber es gibt diese pubertierte Phase halt. Ja, ja. Ich bin in meiner Phase. Österreich und Ungarn waren früher ein Land zusammen. Sie haben eine Monarchie sich geteilt. Das heißt aber auch, dass sie irgendwo eine ähnliche Küche haben. Aber was ich nicht verstehe, bei Leuten, also wenn man ein Restaurant oder so ist, man macht immer so. Nein, keiner macht so. Das ist respektlos. Du hebst vielleicht die Hand, wenn du dir bezahlen willst, die Rechnung. Also wir hätten gerne zweimal Kalbschnitzel. Ja, zwei Kalbschnitzel. Zwei Kalbschnitzel für die Damen. Und für mich Eis der Pfirsich. Ja. Und dann Eis der Zitrone. Für mich auch Eis der Zitrone. Ja. Und für mich einmal bei den Desserts, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Was habt ihr? Habt ihr Kaiserschmarrn? Nein, oder? Nein. Okay, dann hätte ich gerne Palatschinken, ja. Ja, Schoko oder Marille? Schoko, sag noch halt's Maul. Okay, das ist perfekt. Vielen Dank. Bitte schön. Okay, let's go. Dankeschön. Schokovilla. Ich bestelle für mich Palatschinken, was ist nochmal in Deutschland? Pfannkuchen. Ja, ich bestelle meinen Pfannkuchen und Sano sagt Schokovilla. Als ob sie keinen Kaiserschmarrn haben. Ja, dann haben sie halt keinen Kaiserschmarrn. Arbeitest du hier? Er bringt jetzt Palatschinken auf sein Glücklich. Wir leben seit 15 Jahren in Österreich. Wir sind 2008 mit der Familie her. Aber unser Vater war schon davor da und hat uns halt nachgeholt. Aber die Sache ist halt, es ist vor allem auf... Also unser Vater ist damals geflüchtet, okay? Und auf solchen Wegen ist es sehr schwer, direkt seine Frau und Kinder mitzunehmen, weil es sehr gefährlich ist. Hin und wieder muss man auch schwimmen, mein Vater muss ja auch schwimmen. Das Ziel ist es natürlich, irgendwo ein sicheres Leben zu führen mit seiner Familie zusammen. Und wir hatten das Glück, dass es bei uns geklappt hat. Bitte sehr. Dankeschön. Wer hatte für sich? Ich. Dankeschön. Und wir sind diesem Land, in dem wir sind, dafür natürlich sehr dankbar, weil wir halt hier unser Leben aufbauen konnten. Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Also ich weiß nicht, ich würde nicht gern auswandern. Obwohl du in Deutschland gesagt hast, du würdest gerne nach Hamburg. Hamburg, du bist nach Hamburg. Ja, das war ein anderes Ich, Leute. Ich gehe nicht nach Hamburg. Hallo? Ich könnte nicht Wien verlassen. Wien ist halt unsere Liebe. Wir sind hier irgendwie aufgewachsen. Ich war 11, als wir hergekommen sind. Oder nein, ich war 10, als wir hergekommen sind. Und Samuel ist hier ein Jahr später geboren. Wir leben in Österreich und wir lieben Österreich und heute testen wir Österreich. Ich hau euch mal einen österreichischen Satz raus, okay? Was willst du, Havara, du geschissen, aber was schaust du deppert? Das heißt so viel wie, ich liebe dich, lass uns Liebe machen, okay? Was schaust du, Dreckiger? Also, so redet man bei uns in Österreich. Es ist sehr schön, es ist eine wunderschöne Sprache, okay? Ja. Ich habe ein Video auf TikTok gesehen, wo eine österreichische Frau im Bus mit dem Busfahrer streitet wegen ihrem Regenschirm. Weil ihr Regenschirm blockiert halt die Tür. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt auch. Wenn nicht, dann packen wir es zusammen und das geben wir dann Abi. Er isst eh alles. So ein Fettwerk. Das war eigentlich unser Vater. Heidi! Spielt Heidi nicht in der Schweiz? Also ist das nicht in der Schweiz? Ja. Das ist doch gar nicht Österreich. Nein, Österreich sowieso nicht, aber ich dachte Deutschland. Warte, Heidi hat doch ihren Opa im Rollstuhl auf dem Berg, oder? Nein, das ist im Rollstuhl? Das ist diese Blondine. Warte, die Blondine ist im Rollstuhl? Ja, und wer ist die Blondine für Heidi? Es gibt noch eine Freundin vom Berg. Aber ist es ihre Freundin oder ihre Cousine oder so? Warte, wen meinst du? Von Heidi, die Blondine. Was ist die Blondine das für Heidi? Das ist, denke ich, eine Verwandte von Großvater. Okay. Okay, aber es gibt doch Großvater. Großvater lebt mit Heidi im einen Berg. Ja, das ist eigentlich, also die Schnitzel sind beide für die Damen. Palatschinken ist für mich. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Danke, vielen Dank. So. Bitteschön. Okay, Leute. Ist ja eine Portion für wie viele Personen. Traditionelle österreichische Küche, wir sind gelandet bei Schnitzel. Es ist Kalbschnitzel. Kann ich Mayonnaise haben? Gönnen Sie gratis Mayonnaise? Ihr müsst nur einmal den Finger heben und sagen, hey, Mayonnaise bitte. Ist das Marmelade? Nein. Okay.
Ja, sag mal, warum nimmst du es in den Mund, wenn es so heiß ist? Man tastet sich zuerst an. Ich bin auch Veganerin. Ich spüre keinen Schmerzen. Ich schmecke gar keinen großen Unterschied zum Hühnerschnitzel. Ist das gut oder schlecht? Das ist super. Ich muss sagen, in Kombination damit ja? ist es nicht so meins. Also, das ist irgendwie süß. Das heißt, Schnitzel allein ist besser. Ja, aber ich hätte gern so Ketchup oder Mayo. Aber wie schmeckt das Fleisch für dich, Sano? Ey, ja. Gut. Das ist normal wie Wienerwald. Das Ding ist, schau, da merkt man, wir sind auch Veganer, okay? Was mir so ein bisschen abgeht, ist Brot. Brot damit, weißt du? So Fleisch und Brot halt. Ja, aber man kann nicht immer zu allem Brot haben. Ich kann's ehrlich, ich finde, man kann Brot zu allem essen. Und der Kartoffelsalat ist auch voll gut. Ja, finde ich auch. Kartoffelsalat? Ich sag die ganze Zeit irgendwas und sie sagt, ja, finde ich auch. Ich hab das erste probiert als du. Aber du hast nicht zuerst gesagt. Dein Pech. Eigentor. Könnt ihr euer bestes Österreichisch auspacken? Ich kann das nicht, Ali Bob. Ich kann das. Bitte, probiert sie mal. Sie kann das besser als ich. Deshalb probier mal. Was ich gerne sage, ist, ich will nicht. Ich will nicht. Das heißt was? Ich will nicht. Bekomme ich vielleicht eine Mayonnaise? Dankeschön. Und Ketchup und Ketchup. Ja, Dankeschön. Danke. Weißt du, wie man Käse sagen würde? Wie? Kas. Gut. Gut schmeckt's. Mein Fuß schläft ein. Scheiße. Was? Kennst du das, wenn dein Fuß, wenn du am Klo sitzt, einschläft? Ich liebe ja, das. Nein. Ja, nein. Das Schlimmste, ich muss mich dann immer urlange festhalten. Ja. Egal. Ups, I get in no way. Ich würde ja sagen. Würdest du mich heute fangen mit deinem anderen? Aber du singst so gut, ich habe Angst, dass das wegen Copyright gesperrt wird. Weil sich das anhört wie Haber Original. Echt? Ja. Das ist das ärgste Kompliment, das man bekommen kann. Ich sag's ja. Ja, ja. Auf Ernst. Ja. Ich mach Spaß, Sano. Aber du kannst natürlich nicht eins zu eins so ohne Instrumente hinkriegen. Sie hat sich so gefreut. Heidi ist keine Schauspielerin, aber Synchronsprecherin. Ja. Heidi ist doch einfach nur eine Figur. Nein. Sano. Aber schau da. Also das zweite Schauspiel. Ja, das packen wir ein und nehmen mit. So fett. Ja. Okay. Oh Gott. Das ist ein Kompliment für mich. Er sagt zu mir, ich habe die Beleidigung von meinen Freundinnen, weil sie beleidigen. Naja, Alba, wenn du spielst, wir hören nicht, dass du immer schimpfst. Nein, nein. Ich habe das immer von dir geklaut, alles von dir. Du darfst nun auch nur 4 Stunden spielen auf deinem Computer, weil du spielst auch sehr oft. Stimmt, ganz ehrlich, warum hat sie eine Bildschirmzeit, aber du sitzt wie so in... Was? Wie so ein Süchtiger um 4 Uhr morgens da und schreist in deinem Zimmer herum. Ich sag dir ganz einfach, okay? Und sag nicht, weil du älter bist. Sag das nicht. Okay, dann sag ich gar nichts. Möchtest du schon eine Bewertung abgeben? Ihr habt jetzt schon richtig schön gegessen. Also, beginn du es. Du hast mehr gegessen, also musst du dann Sei beginnen. Eine glatte, eine wirklich glatte, glatt. Ja, so richtig glatt. Man kann darauf ausrutschen sogar. Ganz genau, man kann darauf Skifahren. Ja, okay, so, okay. 10 von 10. Okay, Sandra, was sagst du? Niemand kann Gulasch stoppen, 9 von 10. 9 von 10? Ich liebe Gulasch. Ich fand das besser als Gulasch. Das heißt, Ungarn hat dir sehr gut geschmeckt. Ja. Heidi war meine Kindheit. Ich bin geboren, ich habe mir Heidi angeschaut und ich schaue es mir bis jetzt an. Wann hast du zuletzt Heidi geschaut? Zuletzt? Ja. Gestern. Du hast wirklich gestern noch Heidi geschaut? Blödsinn. Du willst sehen? Du willst sehen? Wo hast du geschaut? Amazon Prime. Schau, du willst sehen? Es gibt Heidi auf Amazon Prime. Ich habe es gestern... Habe ich gesagt, Heidi. Okay, ja. Ich habe mir Heidi angeschaut. Ich fand, Heidi ist immer so komisch gerannt, als hätte sie nicht normale Füße. Sie ist so gerannt, wie Ballerinas tanzen. Ja. So. Sie ist auch bergab. Sie ist auch ein Kind, Alibaba. So, ich habe es auch als Kind so gemacht. Aber bist du jemals einen Berg wie da runtergerollt? Leider nicht. Ich habe die Idee für das lustigste Video, was wir jemals machen könnten, okay? Was kommt jetzt? Wir essen. Essen in verschiedenen Gefängnissen. Die würden denken, ich habe was gemacht. Niemand lässt sich im Gefängnis Essen testen. Das ist mein nächster Traum. Weißt du was? Ich schreibe mal Gefängnisse an. Ich schreibe mal Gefängnisse an. Gefängnisse, Penisse noch. Was? Ich hatte das im Biologiebuch, okay? Du musst auf die Seite gehen, okay? Wo man Körperteile sehen kann. Ich sitze mit meinen Freunden, also nicht mehr, weil wir waren bei drei Geist so unwichtig. Ich habe zu viel geredet. Ja. Egal. Wir haben alle gesagt, geht auf diese Seite, geht auf diese Seite. Ja, alle begonnen zu lachen. Und die Lehrerin hatte seinen Knochen, die Körperteile. Und sie meinte, da ist das Penis.
wir gehen jetzt nach Hause, ohne zu bezahlen. Das ist ein Test. Wir wollen mal laufen. Und so. Also passt dann perfekt. Kannst du gerne Gefängnis essen. Ja. Das ist der Weg. Das ist der einzige Weg. Ach, ich muss rübsen. Da kannst du aber nicht vloggen. Doch, ich schmuggel die Kamera in meinem Dings rein. Das ist alles so, ja. In deinem Pass. In meinem Arsch. Period. Arschfetisch oder was? Nein. Sar, du denkst, das geht nicht? Das ich ist weiß, so lustig. Penis ist noch lustiger. Gut, aber was ist Arsch? Ich gebe alle Mädchen in meine Klasse Arschburger. Arschburger? Was? Was ist das? Hörst du gut zu? Ich sagte doch, du bist alt. Was ist ein Arschburger? Arschburger. Arschburger. Ach so. Telefon, Mama wird gerufen und kommt von ihrer Arbeit. So, was ist los? Ihre Tochter hat anderen Schülern Arschburger gegeben. Das wär's. Aber sobald unsere Mutter dann weiß, was Arschbohrer sind, bekommt Zano Arschbohrer von ihr. Und ich sag von ihr, ich sag auch, Alibaba hat gesagt, ich soll das machen. Angekommen zu Hause. Das Video hat seinen letzten Tag erlebt. Wir haben es wirklich nach 1,5 Jahren geschafft, das zu Ende zu bringen. Ich kann euch gar nicht sagen, was stressig das war. Na, es war wirklich stressig, aber es fehlt auch gerade ein Stein vom Herzen, weil wir es halt einfach geschafft haben. Ich kann mich erinnern, es war im Sommer. Girls support girls. Es war noch im Sommer, als wir erst Tag 2 gedreht haben. Und da ist mir erst in den Sinn gekommen, okay, es wäre cool, das noch für dieses Jahr fertig zu kriegen. Ah ja. Ja. Ich frage mich halt, ob Teil 2 Teil 1 toppen wird, weil wir werden ja andere Länder nehmen. Ja. Und ich muss sagen, London hat schon sehr viel in diesem Video ausgemacht, für mich zumindest. Ja, für mich auch. Also vom Vibe her ist London so das on top. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das mal durch YouTube schaffen, solche Projekte umzusetzen. Wir danken, Leute, es ist wirklich vielen, vielen Dank. Ja, es war echt uns eine Ehre. Ja, uns so stressig. Ihr redet jetzt so, als würden wir mit YouTube aufhören. Es war uns eine Ehre. Tun wir eher eines Tages. Oh mein Gott, das wäre echt traurig. Aber was glaubst du, willst du das bald? Nein, nicht bald. Wir sind noch jung. Was war für euch das Beste? Essen oder Land? Essen natürlich. Essen. Gulasch, Ungarn. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Für zwischen, Gulasch und... Zwischen welchen Ländern kannst du dich nicht entscheiden? Zwischen Italien und Österreich. Was? Also Sano entscheidet sich für Ungarn und Sahar kann sich nicht zwischen Italien und Österreich entscheiden. Aber Land... Italien. Okay. Aber okay. Was? Ja. Okay. Es ist nur eine Pizza. Ja, aber ich liebe Pizza. Aber so von Land her, wo wir mehr Spaß hatten, definitiv London. Boah, genau. London. Oh mein Gott. Ich habe in London so schöne Sachen eingekauft. Ja. Wirklich so schöne ich Sachen. Ich auch. Ein Top, 5 Euro und Jogginghose. Und ich liebe Jogginghose. Ja. Nein, aber ich habe wirklich alles, was ich in diesem Jahr noch haben wollte, habe ich in London auf einmal gefunden. Oh, sorry. Und warum hast du dann letztens noch so eine fette Bestellung bekommen? Echt das bestellt? Also wirklich, hier wird tagtäglich kommen hier Pakete rein, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Jeden Tag. Dann gibt sie mir die Klamotten. Ja. Sei doch dankbar. Leute, ihr wisst nicht, wie viele Pakete reinfliegen. Eine Aufgabe an euch, Leute. Also erstmal danke an alle, die so lange dran geblieben sind. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht, aber ich glaube, so 1:10 bis 1:30 ist echt möglich. Ja. Die Aufgabe an euch lautet, schreibt in die Kommentare, welches Land für euch sozusagen am besten ausgeschaut hat. Aber ich schätze mal, das werdet ihr sowieso machen, an alle, die das jetzt fühlen. Aber schreibt rein, in welche Länder wir für den nächsten Teil fliegen sollen. Also welche Länder haben wir nicht gemacht, was ihr gerne sehen würdet? Ich finde, Türkei müssen wir machen. Türkei, ja! Trikots! Trikots? Was? Trikots. Ah, nein. Balkan irgendwas? Es gibt aber auch Möglichkeiten. Asien, es gibt Afrika, es gibt so viel. Ach so, okay, ich habe so nah... Also naja, schaut mal, man kann es schön aufteilen, okay? Ich weiß nicht, was möglich sein wird, aber schreibt mal eure Vorschläge und schreibt doch am besten ein Gericht rein. Wir versuchen darauf einzugehen für den nächsten Teil. Wir könnten ja auch Europa und Asien mischen. Oder? Natürlich, man kann alles. Man kann alles. Also wir müssen nicht unter einen Konto. Nein, natürlich nicht. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es ist echt zu Ende. Es ist alles hat mein gleich Ende. Gleich gibt's shoppen, was? Das war's mit dem... Warte kurz, Sano. So nervig, ich schwöre. Lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, für den zweiten Teil. Nicht dieses Video allein, sondern generell YouTube ist mit euch eine wunderschöne Reise bisher gewesen. Und ich hoffe, die geht... Ja, und ich hoffe, die geht noch gut. Ich gebe das letzte Wort an euch. Es war ein echt geiles Projekt. Ja, ein neues Kapitel haben wir was gemacht. Ja, eigentlich ist es so wie ein neues Kapitel gewesen. Ja. Das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista! Okay. Armer Teddy. Teddy! Teddy! Teddy.